Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich eröffne die 106. Sitzung des Landtags von Baden-Württemberg. Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf. Es geht um ein Thema, das, darüber müssen wir einmal ganz ehrlich reden, nicht alle vom Hocker reißt, das aber, wie ich glaube, heute und an dieser Stelle das richtige Thema ist. Es gibt heutzutage wesentlich wichtigere Themen, mit denen wir uns im Landtag beschäftigen sollten. Das ist Teil unseres Koalitionsvertrags und den setzen wir um. Ich hätte mir etwas mehr Engagement an dieser Stelle gewünscht. Müssen wir uns damit beschäftigen? Ich bin ein Mann der Tat. Ich kümmere mich darum. Es zählen halt nicht in erster Linie die guten Absichten, sondern vor allem die Ergebnisse. Es war aber nicht leicht, da eine Lösung zu finden. Das Ergebnis, zu dem es dann kam, befindet sich in einer maximalen Distanz zu einem klugen Ergebnis. Aber das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Auch das ist etwas Positives. Nichts ist vollkommen. Ja, nun fragen Sie sich wahrscheinlich. Ich frage mich das auch. Reicht es? Das weiß ich nicht. Mal ehrlich, Sie wissen das auch nicht. Niemand weiß das. Eigentlich suche mal hier die eierlegende Wollmilchsau. Also ich finde es gerechtfertigt, dass man mit Sorgfalt an dieses Problem rangeht und nicht etwas übers Knie bricht, nur um am Ende schnelle Lösungen zu haben. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Uns zumindest geht es um die Bürger. Dafür stehen wir und dafür kämpfen wir. Also wir kämpfen für eine gelingende Energiewende. Oh, vieles davon klingt vielversprechend. Auch dies sind übrigens wichtige Signale in den ländlichen Bereichen. Aha. Wir haben hier schon konstruktive, nützliche Lösungsvorschläge gemacht. Mit diesen Vorschlägen kommt man nicht in den Himmel, meine Damen und Herren. Verschwörungstheorien sind derzeit en vogue. Das Thema ist zu ernst, als dass man eine Märchenstunde oder ein Kabarett daraus machen sollte. Also spezielle Lagen erfordern halt auch in diesem Falle spezielle Maßnahmen. Man sucht Professionalität, doch findet nur Profilneurosen. Es war ein Experiment. Jetzt stehen wir vor erheblichen Herausforderungen. Nach meiner Meinung sind diese Herausforderungen lösbar. Das bekommen wir hin. Es wird Zeit, dass wir endlich handeln. Dabei ist die Lage akut. Hä? Es ist nicht 5 vor 12, sondern es ist 1 Minute vor 12, meine Damen und Herren. Zudem haben wir mit der Reform zu lang gewartet. Nämlich bis 5 vor 12. 5 Sekunden vor 12, nicht 5 Minuten. Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen und müssen uns ständig fragen, wie wir noch besser werden können. Eine derartige Kehrtwende. Fast schon akrobatisch, diese Biegsamkeit. Erstaunlich. Oder eben späte Einsicht? Ja, das ist schon ein Kunststück. Ja, wir hoffen einfach, dass am Ende ein Weg aufgezeigt wird. Da muss man genau hinschauen. Und in diesem Zusammenhang auch schauen, ob es nicht vielleicht bessere Konzepte gibt. Ja, das wollte ich an der Stelle nochmal klarstellen. Es gibt noch viel zu tun. Es ist auch klar, dass wir alle hier mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Das ist ein untragbarer Zustand. Dem müssen wir entgegenwirken. Das Land hat hier Steuerungsmöglichkeiten an der Hand. Lassen Sie uns also auf diesem Weg fortfahren, aber ausnahmsweise ohne Tempolimit. Also ich glaube eher, dass dieser Gesetzentwurf auf dem Rücksitz auf der Fahrt von Ingolstadt nach Berlin entstanden ist. Aber sicherlich nicht mit der Praxis, Kolleginnen und Kollegen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Diskussionsvorschlag. Ich finde es gut, dass wir hier darum ringen, was der richtige Weg ist. Das lässt vermuten, dass hier einmal mehr mit Willkür vorgegangen wird. Diese Ungerechtigkeit muss beseitigt werden. Also, Kolleginnen und Kollegen, ihr habt da noch einiges zu tun, ja. Auf der Sollseite steht noch ganz, ganz viel. Das heißt, wir müssen allerspätestens jetzt anfangen zu handeln. Wir hätten schon früher anfangen müssen. Sollte Gott, wie es in dem Buch Genesis steht, jemals tatsächlich den Befehl ausgegeben haben, macht euch die Erde untertan, können wir im 21. Jahrhundert Vollzug melden. Ah ja, die Bibel und die Peitsche wurden zurückgebracht.
Diesen Fehler wollen wir wieder beheben. Wir werden das sicherlich an dieser Stelle auch wieder diskutieren. Hat nix ist so gut, dass wir das nicht noch ein bisschen besser machen können. Es gilt, reinen Wein einzuschenken. Na, da muss man dem Wähler wieder ein Scheibchen Wurst hinhalten. Es gibt halt wenig, was so gut verbindet, wie gemeinsam zu kochen und zusammen zu essen. Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist gut. Und darauf dürfen wir stolz sein. Geld. Geld. Geld beflügelt manchmal die Fantasie. Es herrscht hier inzwischen ein geistiges Klima oder eher eine geistige Leere, in der die subjektiv empfundene Moral höheres Gewicht hat als der Gesetzestreue. Dass wir noch viele Optionen und Handlungsbedarfe haben, bestreite ich überhaupt nicht. Ich bestreite auch nicht, dass nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen. Wir wissen, was wir wollen. Ich höre Sie schon, aber es lohnt sich nicht wirklich. Also winken wir das Ding durch. Wir alle wissen, dass nicht überall, wo Demokratie draufsteht, auch Demokratie drin ist. Deswegen kann einem das Lachen schon mal im Halse stecken. Was gibt es denn da zu kritisieren? Natürlich kann man sagen, es muss mehr sein und schneller und immer noch mehr. Aber wir haben etwas getan. Ja, aber es bleibt noch viel zu tun. Politik heißt zuhören und gestalten. Eine Demokratie braucht keine Programme, die die Bürger erziehen. Sie braucht Politiker, denen das Volk vertraut. Da sind Sie doch sicherlich auf unserer Seite. Wenn wir das ernst meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir auch Antworten auf die Frage finden. Mehr als heiße Luft und Phrasen kommen bei dieser Komplementärkoalition nicht heraus. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Heiße Luft. Vor allem eine heiße Debatte ist es hier. Also wenn man hier so im Landtag mitkriegt, wie da die Hütte brennt, wenn mal aber das richtige Thema kommt. Das ist schon krass, oder? Ja, absolut. Dass sich Politiker aber auch immer so aufregen müssen. Wobei, ja, bei dem Thema würde ich mich auch aufregen. Wie bei dem Thema? Also auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt blamiere. Worüber haben die eigentlich gesprochen? Ja, über den Dieselskandal. Das ist doch ganz klar. Weil? Heiße Luft und so. Es ging doch gerade 5 Minuten über das Thema. Ja, richtig. Und über Tempolimit und Energiewende. Ja. Und da war viel drin. Ja. Aber ich frage mal ganz kurz, Entschuldigung, haben Sie eine Ahnung, wovon die gerade geredet haben? Nee. Nein, kurze Antwort. Bei Ihnen anders? Lost in Politics. Lost in Politics, oh, den muss ich mir merken. Der kommt gleich nochmal. Entschuldigung, was war gerade das Thema in der Debatte? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ganz schöne Ratlosigkeit hier. Ist bei dir irgendwas hängen geblieben? Nee, sorry. Aber du weißt doch bestimmt, worum es gerade ging. Ging um Diesel, oder? Nee, ehrlich gesagt habe ich gerade nicht zugehört. Das kommt auch immer wieder vor. Keine Ahnung, nicht zugehört. Ja, immer dasselbe. Selbst wir wissen nicht. Also, es ist schon faszinierend, wie viel man da drin reden kann, ohne was zu sagen. Ohne das, was dabei rauskommt. Das stimmt. Phrasen war, glaube ich, eines der letzten Zitate da drin. Phrasen und heiße Luft. Ich glaube, das trifft's ganz gut, oder? Das kann sein. Und es stimmt tatsächlich, Alex, du warst richtig gelegen. Es handelt sich gerade um echte Redebeiträge hier aus dem Landtag von Baden-Württemberg. Das Convedia-Team hat alle Sitzungsprotokolle des Jahres 2019 durchgearbeitet. Es waren über 1500 Seiten. Und die prägnantesten Phrasen herausgearbeitet. Und dabei war nichts gefaked, das war alles echt. Kein Wunder, dass sich manche Menschen in der Politik verloren fühlen. Ja, wir haben es ja eben schon gehört, Lost in Politics. Und damit sind wir beim Thema dieser Convedia. Und damit herzlich willkommen bei der Convedia 2020 hier zu Gast im Landtag von Baden-Württemberg. Ja, und es ist uns tatsächlich eine Ehre, dass wir heute Abend hier sein dürfen, mittlerweile zum 3. Mal eben im Landtag von Baden-Württemberg.
Das ist eine Veranstaltung der Hochschule der Medien und in deren Namen darf ich Sie willkommen heißen, aber auch ganz herzlich willkommen im Namen der Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, Muhterem Aras, die da auch vorne in der ersten Reihe sitzt. Wir sprechen uns ja auch gleich noch. In der heutigen Zeit wird das politische Geschehen immer unübersichtlicher. Jeden Tag sind wir umgeben von Fake News und Hate Speech. Jeder scheint irgendwie in seiner eigenen Filterblase zu leben und Phrasen scheinen die Debattenkultur der Parlamente zu prägen. Der Titel der diesjährigen Conmedia, Lost in Politics, drückt genau diese Unklarheit aus. Wir haben uns gefragt, gibt es in diesem politischen Diskurs eigentlich noch ein Miteinander oder arbeiten alle gegeneinander? Und wer arbeitet eigentlich noch füreinander? Das sind die zentralen Begriffe heute Abend, die die Conmedia aufgreift, um verschiedene Perspektiven zu zeigen, Fragen aufzuwerfen und zum Nachdenken anzuregen. Jeder Begriff wird dabei durch eine Farbe repräsentiert, die aber nicht für eine bestimmte politische Partei steht. Ganz wichtig, die Farben wollen wir ganz kurz erklären. Die sind auch im Conmedia-Logo drin. Wir fangen an mit dem Gelb. Gelb steht für das Miteinander. Sie sehen es auch, die Farbstimmung hier im Raum, die spiegelt das wieder. Dadurch stärken wir die Beziehungen zueinander, weil gemeinsam zieht man an einem Strang, um Ziele zu erreichen, miteinander in Kontakt zu treten und um gemeinsam zu kommunizieren. Denn gemeinsam ist man stark und nur gemeinsam kann man etwas bewegen. Das Gegeneinander ist rot. Denn in unserer Gesellschaft treten wir gegeneinander an und bekämpfen uns gegenseitig, um auch daraus einen eigenen Nutzen zu ziehen. Das Gegeneinander spaltet unsere Welt und macht sie zu einem Ort voller Hass und Traurigkeit. Und zum Schluss das Füreinander, das ist blau. Es ist ein Schlagwort für die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Füreinander. Es bedeutet, über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, um das Gegenüber zu verstehen, füreinander da zu sein und letztlich auch füreinander einzustehen. Sie merken schon, da sind jede Menge Inhalte mit drin. Und da ist es ganz wichtig, auch dazu zu sagen, dass die Conmedia ein journalistisches Projekt ist im Studiengang Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien. Und sie ist auch eine Kooperation mit dem Institut für Moderation, dem IMO, auch an der HDM. Und da dürfen wir uns kurz vorstellen, beides IMO-Teilnehmer. Neben mir ist Katja Logemann. Sie macht gerade ihren Master auch noch in Cross-Media Publishing und Management, natürlich an der HDM. Das ist mein Kollege Alexander Winkler. Er ist Wirtschaftsredakteur beim SWR und wir freuen uns, dass wir euch heute Abend durch den Abend führen dürfen. Wir freuen uns, euch durch den Abend zu führen, dass ihr alle hier seid. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Das ist so eine Phrase, die Moderatoren ja auch gerne benutzen. Also wir dürfen ja gar nicht so tun, als ob Phrasen nur so eine politische Geschichte wären. Wir benutzen die alle, auch im Alltag. Wir kennen alle dieses klassische, na, wie geht's? Gut und selbst. Danke fürs Gespräch. Also Phrasen scheinen offensichtlich nicht nur ein politisches Phänomen zu sein, aber da sind sie halt besonders auffällig und letztlich auch besonders ärgerlich, wenn unsere gewählten Volksvertreter irgendwas daher schwätzen und keiner versteht's. Aber warum machen die das? Warum sprechen die nicht einfach so, dass wir mitkommen und mitreden können? Diese Fragen hat sich auch Oliver Georgi gestellt. Oliver Georgi ist Journalist und Buchautor. Er schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und sein aktuelles Buch heißt Und täglich grüßt das Phrasenschwein. Warum Politiker keinen Klartext reden und warum das auch an uns liegt. Dieses Buch, das hat er vor kurzem hier auch in Stuttgart vorgestellt, bei einer Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist eine Bildungseinrichtung, die im Auftrag des Landtags und unter anderem unsere demokratischen Grundwerte vermitteln soll. Jetzt hat Oliver Georgi es heute Abend leider nicht schon wieder nach Stuttgart geschafft. Wir haben ihn trotzdem getroffen. Und zwar waren Valeria Henkel und Tamara Bustumovic aus dem Comedia-Team in Frankfurt. Und zwar an einem ganz besonderen Ort, den wir jetzt schon hinter uns sehen, nämlich in der Paulskirche. Und die Frankfurter Paulskirche ist so besonders, weil sich dort auch das erste deutsche Parlament zusammengefunden hat. Die Frankfurter Nationalversammlung war das, 1848. Also die Paulskirche ist quasi so die Urmutter aller deutschen Parlamente. Und wie sich die politische Sprache seit damals verändert hat und wie wir wegkommen von dieser Phrasenkultur, das haben die beiden aus dem Conmedia-Team eben gefragt. Und die Antworten, die Oliver Georgi darauf gegeben hat, die hören wir jetzt und da sehen wir ihn auch schon.
wie sind Sie denn dazu gekommen, ein Buch über Phrasen zu schreiben? Oft hört man von Politikern die gleichen Begriffe, die gleichen Phrasen, die gleichen Floskeln. Und habe mich gefragt, warum machen die das? Warum reden Politiker nicht klar oder viel deutlicher in einer Sprache, die, von der viele sagen würden, das ist die Sprache, die wir sprechen? Wir sind hier in der Paulskirche der Urmutter der deutschen Parlamente. Hat sich die Kommunikation in der Politik über die Jahre verändert? Ich glaube, die Anforderungen an Politik und an politische Sprache sind größer geworden oder härter geworden. Politiker denken, glaube ich, mehr als früher zwei- oder dreimal darüber nach, was sie öffentlich sagen. Und ob man und wie klar und wie vielleicht auch mal polemisch oder überspitzt sie für eine Position einstehen. Und ich glaube, das hat sich verändert. Phrasen gab es ja immer schon in der Politik. Ich befürchte nur, das habe ich in meinem Buch auch versucht zu schildern, je mehr Phrasen verwendet werden und je technokratischer und plastikhafter die Sprache wird, die in der Politik gesprochen wird, desto mehr droht, das im Grunde die Wähler von den Politikern zu entfremden. Was ist denn überhaupt eine Phrase? Eine Phrase ist ein immer wiederkehrender Begriff, eine Redewendung oder ein Satz, der so häufig verwendet wird, dass man ihn immer wieder hört, ohne dass er eine konkrete Handlung sozusagen zur Folge hat. Spielt die Paulskirche und diese erste Nationalversammlung eine Rolle in der Entwicklung der politischen Sprache? Vielleicht in dem Sinn, dass wir hier an dem Ort sind, an dem wir an die Bedeutung von Debatten und von demokratischem Austausch und demokratischem Streit erinnert werden. Ich glaube, die Tradition der Paulskirche ist für die deutsche Demokratie natürlich unersetzbar und unersetzlich. Die Frage, wie wir politisch streiten und wie wir Debatten führen und wie wir uns im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung austauschen und über Themen sprechen, die ist fundamental für die Gesundheit der Demokratie, würde ich sagen. Ich finde, die Art und Weise, wie über Politik gesprochen wird und über Themen, hat direkte Resultate und direkte Auswirkungen auf die Demokratie. Na klar. Und es hat nicht nur mit Phrasen zu tun, sondern auch mit der Frage, wie wir generell über Probleme im Moment sprechen. Warum reden Politiker keinen Klartext? Weil Phrasen sehr bequem für Politiker sind. Man kann mit Phrasen ja als Politiker sehr viel sprechen und sehr viel reden, ohne viel sagen zu müssen. Ein Politiker weiß, wenn er Zukunft sagt, dann werden viele Wähler das schon als Phrase identifizieren. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es gibt auch viele Studien, sozusagen, die zeigen, dass das trotzdem beim Wähler ankommt. Wenn ein Politiker immer wieder von Stabilität spricht, immer wieder von Zukunft, immer wieder von Politik für die kleinen Leute, dann durchschauen viele Wähler das auf den ersten Blick, aber vielleicht bleibt am Ende doch ein kleiner Hauch hängen. Und das ist der Grund, warum viele Phrasen immer wieder verwendet werden. Also wollen wir eigentlich Phrasen hören? Naja, zumindest vielleicht unterbewusst. Also ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir manchmal unterschätzen, wenn wir eben nicht viel drüber nachdenken, welche Wirkung die Phrasen doch haben. Wir haben Ihnen ja im Vorhinein Phrasen aus dem Landtag Baden-Württemberg zugeschickt. Gab es denn da eine, wo Sie wirklich gelacht haben oder eine, die Sie am besten fanden oder eine, die Sie am meisten aufgeregt hat? Ich fand immer dann die Phrasen schlimm, in denen es um Gestalten ging. Da gab es ja einige, oder um Handeln. Ich glaube, eine Phrase war, wir müssen jetzt gestalten, wir müssen jetzt handeln. Ich meine, das ist auch das eine der schlimmsten universellen Phrasen, weil das ja natürlich genau der Punkt ist, warum Politik gemacht wird. Natürlich soll Politik handeln. Und ich finde immer dann, wenn das so betont wird, dann merkt man im Grunde einen Mangel. Dann merkt man, je mehr das jemand betont, dass man handeln müsse, umso mehr kann man im Grunde sagen, aha, dann wurde offenbar in der Vergangenheit noch nicht genug gehandelt. Reicht es, wenn Politiker ihre Sprache ändern oder liegt die Verantwortung auch ein Stück weit bei uns? Ich finde, die Verantwortung liegt auch bei uns, den Medien. Ich bin Journalist, aber eben auch den Wählern, uns allen. Denn wenn man von Politikern mehr Mut einfordert, klar zu sprechen, weniger Angst zu haben vor Widerstand oder vor Widerspruch, dann wird das nur gelingen, dann werden Politiker das nur machen, wenn sie umgekehrt dafür weniger Angst vor Empörung
vor einer erhitzten Debatte vor einem Shitstorm im Internet haben müssen. Das heißt, Politiker mehr Mut, Medien weniger Empörung. Aber der dritte Punkt sind eben wir Wähler, wir Bürger. Wir haben ja oft sehr ambivalente Erwartungen an Politiker. Wir wollen Politiker, die authentisch sind, die Klartext sprechen. Also würde ich mir wünschen, auch von den Wählern, dass sie ehrlicher auch mit sich selber sind. Wenn wir Politiker wollen, die klarer formulieren, dann müssen wir auch diese Klarheit aushalten. Ertappen Sie sich manchmal selber dabei, dass Sie Phrasen verwenden? Ja, na klar. Und das Schlimme ist, seit ich das Buch geschrieben habe, fallen mir die noch mehr auf als vorher. Und ich denke, nein, das kann nicht sein. Aber wir alle verwenden Phrasen. Und auch ich muss immer wieder mich selber daran erinnern, dass man auch manchmal anders formulieren kann. Ja, dann haben wir hier was Kleines für Sie. Und zwar das Phrasenschwein, wortwörtlich. Und zwar soll das Phrasenschwein Sie jeden Tag aufs Neue grüßen, damit Sie sich selber auch ein bisschen bewusster Ihrer Sprache werden, wie jeder von uns das tun sollte. Bitte schön. Vielen Dank. Danke. Und täglich grüßt das Phrasenschwein, warum Politiker keinen Klartext reden und wieso das auch an uns liegt. Ja, so heißt das Buch von Oliver Georgi. Und einen Satz nehme ich mit: mehr Mut, weniger Empörung. Mehr Mut für die Politik, weniger Empörung für uns als Medien. Aber ganz wichtig eben auch, dass sich unser Bild von Politikern ändern muss. Denn wenn wir Klartext und Authentizität wollen, dann müssen wir lernen, das auch auszuhalten. Viel reden, wenig sagen, ist aber bisher immer noch der Alltag. Phrasen machen den Politikern das Leben einfach einfacher. Das haben wir ja gerade gehört. Und Phrasen gelten parteiübergreifend. Alle machen das, alle benutzen sie. Wie beliebig solche Phrasen aber sind, das wollen wir jetzt noch mal genauer rausfinden. Und zwar mit einem kurzen Spiel. Kleiner Sicherheitshinweis fürs Spiel. Ich bitte mal alle, die Schwimmwesten unter dem Sitz hervorzuheben. Machen Sie mal bitte. War natürlich nur ein kleiner Spaß. Es ist ein Umschlag, aber schauen Sie mal bitte. Manche haben ihn gefunden, aber alle haben ihn. Umschlag rein. Genau, Sie dürfen ihn auch auspacken. Was wir brauchen, sind diese 5 Karten. Und ja, diesmal sind es politische Farben. Ja. Geh mal davon aus, dass viele sie kennen werden. Schwarz steht gleich für die CDU, völlig überraschend. Rot für die SPD, grün, logisch die Grünen, gelb für die FDP und blau für die AfD. Die kennen wir aus den Wahlen, diese Farben. Und die brauchen wir jetzt, weil wir aus dieser Landtagsdebatte, die wir gerade gehört haben, diese vermeintliche Landtagsdebatte, noch mal ein paar Phrasen rausgesucht haben und jetzt gerne wissen wollen, lassen sich an diesen Phrasen vielleicht parteipolitische Linien erkennen oder auch nicht? Das heißt, wir sehen gleich hier oben ein paar Phrasen und Sie und ihr stimmt einfach ab mit Handzeichen. Was glaubt ihr, wo kommt das her? Und dann schauen wir mal, ob ihr eine Ahnung habt und richtig liegt. Kurzer Prozess, einfach die erste Phrase. Es geht um schwäbische Sparsamkeit. Die Baden-Württemberger verstehen etwas vom Sparen. Was glaubt ihr, ist das? Ah, viel schwarz, viel gelb, vereinzelt ein bisschen grün. Einmal sehe ich rot. Katja, magst du mal fragen, wie die Leute auf ihre Idee kommen? Ich gehe mal hier hin. Wieso grün, wenn so viel schwarz und gelb hier zu sehen ist? Das klingt nach Herrn Kretschmann. Die Baden-Württemberger verstehen etwas vom Sparen. Ich glaube, es hatten alle Unrecht. Ja, ich glaube es auch. Es war die AfD. Aber Sie haben das Spiel verstanden, das ist schon mal gut. Wir machen genauso weiter. Wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken. Wir müssen die Gesellschaft hineinholen. Was für eine Phrase. Ja, da weiß man auch sofort, worum es geht. Es sieht ein bisschen bunter aus. AfD ist diesmal mit dabei. Viel Rot. Grün, ja, sind alle Farben dabei. Frag gerne nochmal. Ja, ich frage vor allem mal nach, was glaubst du, worum ging es bei der Phrase? Boah, gute Frage. ja, da würden sich jetzt alle möglichen Politikfelder anbieten. Ganz schnell irgendwas.
Was wird's wohl sein? Ich hoffe, irgendwas Wirtschaftliches. Wirtschaftliches, okay, dann gucken wir mal nach. Irgendwas Wirtschaftliches, ich verrate so viel völlig daneben. Es ging um die Bedeutung von Kunst und Kultur für Baden-Württemberg. Und es ist ein Satz von Alexander Salomon von den Grünen. So. Es zählen halt nicht in erster Linie die guten Absichten, sondern vor allem die Ergebnisse, meine Damen und Herren. Von wem ist das? Okay. Ich würde sagen, das ist sehr gelb. Sehr gelb? Hat die FDP gute Absichten? Ja, offensichtlich. Zumindest stammt dieser Satz von Dr. Tim Kern. Wir machen direkt weiter mit einem meiner Favorites aus der Szene von eben. Spezielle Lagen erfordern auch in diesem Zusammenhang spezielle Maßnahmen. Wer möchte Maßnahmen ergreifen? Okay, AfD, da gehe ich mal Grüne. Hier hin. Wieso AfD? Hört sich so radikal an, deswegen. Ah, okay. Es hört sich radikal an. Es geht radikal. Um Informationen zum Thema Sicherheitsbericht. Und der Satz stammt von Thomas Strobel von der CDU. Fast. Er ist der CDU-Vorsitzende in Baden-Württemberg und auch Innenminister. Jetzt wird es ein bisschen härter. Da brennt auch an anderer Stelle zum Teil kräftig die Hütte. Wer könnte das gesagt haben? Glauben Sie... Ah, okay, warum glauben Sie, das war die SPD? Ich glaube, da geht es um Sozialprobleme. Sozialprobleme. Ha? Andere Ideen, Gegenvorschläge? Ich gucke nochmal hier drüben. Ah, hier sind sich total viele unsicher. Dann laufe ich mal noch weiter. So. Ah, hier einmal AfD, warum? Ja, könnte AfD sein. So Begründungen hört man hier öfter. Also die Hütte brennt in diesem Fall bei der SPD und es geht um das Thema kurze Beine, lange Wege. Auch eine schöne Überschrift. Grüne planen Schließung kleiner Grundschulen. Oh. Ja, ich würde sagen, zwei machen wir noch. Das nächste ist, wir werden das kritisch begleiten und dann Kritik üben, wenn es Kritik zu üben gibt. Das ist ja schon mal zumindest ein guter Ansatz, das nicht zu tun, wenn es keine Kritik gibt. Wer ist so kritisch eingestellt? So, ich sehe viel bunt. Also man könnte hier moderne Kunst draus machen. Ja. Da frage ich hier nochmal nach, wieso AfD? Ja, weil die irgendwie alles kritisch betrachten und alles kritisch finden. Also spannend zumindest ist, dass es um kritische Infrastruktur geht. Und zwar bei IT-Sicherheit und der Satz stammt von Daniel Kareis von der FDP. So, und einen habe ich noch. Legal, illegal, scheißegal. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? So, ein letztes Meinungsbild, ein letztes Stimmungsbild. Grün, grün, ich sehe viel grün, vereinzelt blau und noch weniger rot. Da muss ich aber noch mal kurz nachfragen, worum ging es da wohl? Ich denke, das kommt aus den 80er Jahren. Aus den 80er Jahren. Nicht ganz. Er stammt tatsächlich aus dem letzten Jahr. Genau. Aber die Mehrheit hat recht. Es war auf jeden Fall von den Grünen. Und es ging um den Kampf um den Diesel. Kampf um den Diesel ist das Thema. Legal, illegal, scheißegal. Also, ich darf so viel verraten. Das waren eine ganze Menge Zitate aus dieser Debatte Kampf um den Diesel, die da mit Phrasen um sich geworfen haben. Also da ist schon viel Luft, viel heiße Luft in dieser Debatte. Vorneweg, bevor Sie die Karten wegpacken, die sollten Sie behalten, die brauchen wir gleich nochmal. Aber, also ich glaube, zwei waren dabei, wo die Mehrheit richtig getippt hat. Ansonsten muss man schon sagen, bunt gemischt. Also es ist keiner Partei zuzuordnen. Wie gesagt, wir hatten einen Parteivorsitzenden hier in Baden-Württemberg dabei, Innenminister. Es geht auch über alle Hierarchien drüber und man könnte fast das Gefühl bekommen, ja, es ist ein bisschen zugespitzt, aber am Ende ist es fast egal, wer da im Landtag spricht, oder? Alles so inhaltsleeres Blabla, rechts, links, Mitte, who cares? Völlig beliebig also, kein Wunder, dass sich da niemand mehr für Politik interessiert. Wir fragen doch jetzt am besten mal nach bei jemandem, der tagtäglich mit Phrasen zu tun hat und vielleicht auch schon mal selbst die ein oder andere benutzt hat. Muchterem Aras ist die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg und ich würde Sie jetzt direkt mit mir mal kurz auf die Bühne nehmen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Genau. Okay. Genau, ich wollte jetzt mal nachfragen. Also Oliver Georgi meinte ja gerade, je mehr Phrasen von PolitikerInnen verwendet werden, desto mehr drohen sich die WählerInnen von ihnen zu entfremden. Warum benutzen sie denn dann die ganzen Phrasen? Na, wenn wir das wüssten, würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Okay, aber viele fühlen sich ja auch verloren, wenn sie die Politiker nicht mehr verstehen. Ist Ihnen das gar nicht bewusst? Naja, doch, das ist natürlich schon bewusst. Ich sag's ganz ehrlich, mir wird sogar noch viel klarer, seit ich oben dieses Amt habe und oben sitze als Präsidentin, muss ich ja sehr konzentriert jedem zuhören. Und da fällt mir dann schon auf, beispielsweise, es gibt so Spezialisten. Ich finde, die grüne Fraktion, also ich kann ja meine Fraktion auch so ehrlich beurteilen, bei den anderen steht es mir nicht zu, die Grünen sind sehr detailverliebt, kommen nicht zum Punkt kurzer Sätze, sondern wirklich mit 3, 4, 5 Kettensätzen, wo ich denke, jetzt sag doch einen Punkt und hol Luft. Und das ist aber dieses Detailverliebte. Ansonsten ist natürlich, ich meine, die Frage ist, wie mache ich das verständlich, die Politik, die wir machen? Und es ist jetzt nicht so, dass nur Phrasen und Blabla oder sonst irgendwas, also das will ich vehement bestreiten. Es gibt auch sehr gute Reden und auch sehr gute Podien von allen möglichen Fraktionen, wo Leute auch ihre Sprache klar artikulieren. Ich finde, also ich persönlich versuche darauf zu achten, dass man erstens wirklich verständlich spricht. Und nicht in einer, und manchmal fällt es mir auf, wir reden auch sehr viel mit Abkürzungen. Auch das ist grüntypisch. Schon alleine Mitgliederversammlungen. Oliver und Sandra, unsere Landesvorsitzenden, sitzen ja im Raum. Wenn man als neues Mitglied auf einer Mitgliederversammlung ist und die auf dem Podium oder die Sitzung leiten von KMV, BAG, LAG und was weiß ich, kein Mensch weiß, was es heißt. Und da müssen wir uns immer wieder, glaube ich, selbst bremsen und sagen, Moment mal, wie kommt das überhaupt an? Und ich finde, bei diesem Austausch ist es auch ganz wichtig, dass wir auch lernen, aktiv zuzuhören. Das ist mit Sicherheit ein guter Punkt. Ein weiterer Punkt ist ja, Sie stärken gerade der Landeszentrale für politische Bildung den Rücken. Es gibt mehr Geld und mehr Personal, um ein Zeichen gegen die Verrohung der Debatte zu setzen. Was erhoffen Sie sich davon? Naja, ich meine, in Debatten soll man ja durchaus zugespitzt, kontrovers diskutieren. Das ist ja Sinn einer Debatte und man muss die Position herausarbeiten, damit man auch weiß, welche Fraktion, also nicht, dass wir, jeder redet ungefähr ähnlich. Mhm. Von dem her ist es wichtig, aber wichtig ist, dass man auch immer fair und anständig miteinander umgeht und dass hier in den Debatten im Landtag in dieser Legislatur leider sehr viel Luft nach oben ist, das belegen unsere ständigen Debatten, die ja überall zu lesen sind. Vielen Dank, Frau Aras. Und jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit für Sie, genau passend zu dem Thema. Sie haben schon im Film gesehen, das Phrasenschwein. Sie haben jetzt Ihr eigenes. Damit ist ein Wunsch verbunden. Wir würden Politik gerne besser verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie es drüben im Plenum auf Ihr Pult stellen dürfen. Das geht sicher nicht, aber das nehme ich gern mit in unsere Fraktion oder in die Parteirunden. Und man kann ja auch sagen, für jede Phrase 5 Euro und es geht an die Partei. Wir hätten gesagt, auf jeden Fall irgendwohin spenden. Genau. Das wäre auch unser Wunsch. Wäre uns noch wichtig. Ja, und vielleicht ein letzter Satz. Natürlich haben Politikerinnen und Politiker ein großes Interesse daran, dass wir offen und ehrlich kommunizieren, dass wir verständlich sind. Das ist doch das Ziel. Wir wollen ja Menschen erreichen. Und deshalb gehören schon beide oder auch Medien dazu. Von dem her ist ja auch immer die Frage, was will der Wähler, die Wählerin hören? Also da gehören wir schon alle zusammen. Von dem her gehört die Schelte uns allen und nicht nur den Politikerinnen und Politikern, würde ich sagen. Vielen Dank. Wir werden Sie auf jeden Fall über Instagram kontrollieren, ob das Schwein zum Tragen kommt. Richtig. Okay. Dankeschön. Wir sprechen uns gleich noch. Wobei, Katja, ein Problem gibt es mit Instagram. Das ist dann zwar irgendwo im Netz, aber sehen tun es am Ende ja doch nur die, die Muchterem Aras folgen, was bestimmt ganz viele tun. Oder die Hashtags, auch den Hashtags folgen, die Landtagspräsidentin benutzt.
Aber da sind wir schon so ein bisschen ein Problem, weil alles, was im Internet ist, ist öffentlich und trotzdem lebt aber irgendjemand so, irgendwie jeder so in seiner eigenen Welt. Filterblase heißt dieses Problem. Jeder lebt da so in seiner eigenen Online-Bubble und was außerhalb davon passiert, das kriegen wir fast nicht mehr miteinander mit. Für die Demokratie ist das auch nicht gut und deswegen stellt sich die Frage, ist am Ende jeder für sich alleine oder alle gegeneinander? Damit haben wir auch die nächste Lichtstimmung. Vielleicht rot. Wir sprechen auf jeden Fall über das nächste Thema. Unser nächster Themenblock, passend zu Instagram, sind Filterblasen. Und dazu haben wir erstmal einen kleinen Film. Geht so. Ich müsste mich mehr interessieren in meinem Alter. Ja. 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 Sehr. Ich denke schon. Also, ich versuche mich zumindest so ein bisschen immer zu informieren. Ja. Ja, tue ich. Ja. Weil ich finde, man sollte wählen gehen, aber informiere ich da nicht so krass. Wenn ich irgendwas mitentscheiden kann, dann muss ich das tun. Sonst kann ich mich nicht beschweren. Also ich gehe wählen. Ja, weil ich meine Mitentscheidungsmöglichkeiten ausnutzen möchte. Ich gehe selbstverständlich wählen, weil das ist ja so funktioniert unser System und ich mache da mit. Natürlich gehe ich wählen, weil es die Bürgerpflicht ist. Also ich gehe wählen, weil ich das für wichtig halte, für unseren demokratischen Prozess. Ich müsste es wissen, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich ehrlich sagen. Nein. In Stuttgart, aber sonst nicht, ne? In Stuttgart, oder? Das weiß ich sogar, ja. Das ist da beim Schlosspark da, oder? Ja, der Landtag steht da. Bei uns? Mhm. Grün. Mhm. CDU. SPD? Keine Ahnung. Ich meine, es ist aktuell die CDU, die SPD und unter anderem auch die AfD, die Grünen. Die Grünen und CDU. Und die Grünen? ja, wahrscheinlich CDU und SPD. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob die Linke oder FDP auch drum sitzt, das weiß ich gar nicht. Also keine Ahnung, tatsächlich. Die CDU, die SPD, die Grünen, die Linken, die AfD. Ich glaube, das war's, oder? FDP noch. Die CDU. Ich glaube, die Grünen haben die meisten. Ziemlich sicher die Grünen. Na, wenn wir einen grünen Landesminister haben, dann wahrscheinlich die Grünen. Die meisten, glaube ich, haben die Grünen, oder? Bestimmt. AfD oder Linkspartei? Die Linke? Ich meine die AfD. Ja. Wenn es die FDP im Landtag gibt, dann die FDP. Ansonsten muss ich sagen. Das. Die FDP, ja. Ne. Um ehrlich zu sein, merke ich mir kaum Gesicht oder Namen. Nee. Das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ministerpräsident Kretschmann. Ja, das ist doch Kretschmann. Nee, ich finde, so vom Landtag hört man relativ wenig. Ich glaube, auch viele Menschen wissen nicht so genau, was da abgeht und wie die entscheiden und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe keine Ahnung, was da abgeht. So. Ich denke, wenn, dann wahrscheinlich über Zeitungen, dass man da mal was mitbekommt. Sagen wir mal so, ich denke, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu informieren. Dass das jetzt nicht irgendwie geheim gehalten wird. Aber bei mir kommt es jetzt nicht so stark an, aber ich könnte mich mehr informieren, sagen wir mal.
kommt immer auf uns drauf an, wie viel wir wollen. Also es wird ja alles veröffentlicht. Du kannst ja Debatten anschauen, du kannst ja alle Beschlüsse durchlesen. Wenn du das willst, kannst du es machen. Aber das liegt an dir, denke ich. Also. Also, ich lese eigentlich relativ regelmäßig die Zeitung, die Stuttgarter Zeitung halt. Dann schaue ich halt gerne so Satire-Sendungen, da kriegt man auch relativ viel mit. Über Zeitung, also Stuttgarter Zeitung. Also ich schaue die Tagesschau immerhin um 8 Uhr, wenn ich es schaffe. Meistens über die ARD, Tagesschau, Zeitung jetzt nicht so arg. Über Instagram tatsächlich ein bisschen, aber jetzt nicht Facebook, das... Eigentlich nur durch Nachrichten, ab und zu. Hauptsächlich durchs Fernsehen und durchs Internet. Also ich weiß, dass ich mehr machen könnte. Ich weiß, ich könnte mehr Zeitung lesen und sowas, aber ich mach's nicht. Ich versuche, möglichst viele Portale abzuchecken. Aber das Problem ist natürlich auch, dass man immer einen personalisierten Newsfeed bekommt. Also quasi der Interessenbereich ja immer dementsprechend angepasst wird. Mhm. Deswegen meine ich zumindest, dass ich halbwegs versuche, mich etwas vielseitiger zu informieren. Aber ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen immer eingeschränkt. Warte. Tatsächlich. Warte. Okay, jetzt steht es erst dran. Warte. Hey Leute, schaut mal, was da letztens einer auf Facebook gepostet hat. Zu früh, zu hart, zu schmutzig. Immer mehr Schulabgänger meiden Handwerksberufe. Aber das ist doch schon seit Jahren klar. Und die Politik scheint sich dann direkt zu interessieren. Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen haben die Eltern das Gefühl erhalten, das Kind muss, es soll Abitur machen. Und natürlich habe ich Verständnis für diese Idee der Eltern. Den Kindern soll es einmal besser gehen, das geflügelte Wort. Aber es ist nicht jedes Kind, es ist nicht jeder Mensch für eine wissenschaftliche Laufbahn geeignet. Unsere Gesellschaft benötigt tragende Säulen, Kaufleute, Handwerker. Kinder sollen in unserem Schulsystem nicht scheitern, sie sollen Erfolge feiern können. Natürlich auf unterschiedlichen Lernniveaus, anspruchsvoll, fordernd, leistungsorientierend. Ja, aber nicht demütigend, nicht zum Scheitern gemacht, das darf nicht sein. Es wäre eben dringend erforderlich, um die noch vorhandene Vielfalt unseres gegliederten, ausdifferenzierten Bildungswesens zu erhalten und zu sichern, dass sich der Landtag ohne Wenn und Aber hinter die Haupt- und Werkrealschulen stellt und ihre ausgezeichnete Arbeit dadurch würdigt, dass er die starren Bestimmungen der regionalen Schulentwicklung entsprechend flexibilisiert. Ja schon, aber warum macht keiner mehr die Handwerksberufe? Weil sie einfach null attraktiv sind und wegen der schlechten Bezahlung. Ich habe auch keine Lust, wie zum Beispiel mein Bruder, 3 Kinder mit 1200 Euro im Monat durchzufüttern. Und außerdem gibt es diese ganzen Ausbildungsberufe doch jetzt sowieso als Studiengang. Und damit verdiene ich ja dann im Endeffekt eh mehr später. Naja, aber nicht jeder hat Bock auf Studieren, oder? Ich meine, das Problem fängt ja schon bei unserem Schulsystem an. Selbst der Ruf von Werk- und Hauptschulen und Realschulen ist ja schon mega schlecht heutzutage. Ja, aber wenn du jetzt mit dem Schulsystem anfängst, da blickt doch eh keiner mehr durch. Selbst die Politiker nicht. Aber jucken tut sie jetzt wirklich auch nicht, oder? Und der Sicherheitsbericht macht es deutlich, Baden-Württemberg ist weiterhin und bleibt weiterhin eines der sichersten Bundesländer. Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten effektiv und effizient. Und daher gilt an dieser Stelle mein Dank allen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg, die sich täglich trotz erheblicher Gefahren für ihre eigene Gesundheit, für die Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Herzlichen Dank allen Polizeibeamten. Deswegen glaube ich auch im Vertrauen darauf, dass unsere Bundespolizisten und Bundespolizisten eine exzellente Arbeit machen, dass wir es der Polizei überlassen, dort ihre Kontrollen zu machen, wo sie es für notwendig und für richtig hält.
Wir haben eine gute Zusammenarbeit auch mit anderen Polizeibehörden, beispielsweise mit der Schweizer Grenzwacht. Ich halte überhaupt nichts von der Symbolpolitik, irgendwo Schlagbäume und Grenzerhäuschen aufzubauen, weil diejenigen, für die wir uns interessieren, die werden dann ganz sicher nicht an diesem Grenzerhäuschen vorbeifahren, sondern sich einen anderen Weg suchen. Leute, ich habe da vor kurzem auf YouTube so ein Video gesehen, da hat so ein Typ in Wendlingen irgendwie ein paar Frauen richtig blöd angemacht und ein junges Mädchen sogar fast vor die S-Bahn geschubst. Ich glaube, der kam aus Nigeria. Und sowas geht halt wirklich gar nicht. Also ich habe echt nichts gegen Ausländer, aber bei solchen Geschichten bin ich schon für mehr Sicherheit an den Grenzen. Naja, ich habe aber auch das Gefühl, dass die Gewalt in Deutschland zugenommen hat in den letzten Jahren. Also ich fühle mich hier nicht mehr so sicher. Ja, ich denke jetzt nicht, dass es was mit den Flüchtlingen an sich zu tun hat. Aber unsere Gesellschaft verroht immer mehr und jeder ist sich selbst der Nächste. Null Toleranz und null Respekt mehr. Aber was macht die Politik gegen solche Ausschreitungen eigentlich? Also ich habe das Gefühl, die Politiker reden und reden und reden und tun nichts. Also die machen alle Ferien bei vollen Bezügen, oder? Ja, ich denke auch. Ich meine, die einen wollen eine Mauer um Deutschland bauen, die anderen wollen offene Türen für jedermann. Aber einigen tun die sich seit Jahren nicht. Und ein Ziel ist auch nicht in Sicht. Es ist auch klar, dass wir alle mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Und es ist für uns auch klar, es ist kein reines Umweltthema, sondern es ist ein Thema, das alle Ebenen der Politik betrifft, die Wirtschaft, die Privatpersonen, den Verkehr, den ländlichen Raum, alle Ebenen. Und es betrifft auch alle Ebenen von Brüssel über Berlin, über Stuttgart bis zu jeder Gemeinde in Baden-Württemberg und Deutschland. Und wir haben deswegen auch vorletzte Woche mit den streikenden Schülerinnen und Schülern das Gespräch gesucht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist unbequem. Das ist unbequem, aber für alle Parteien und die Schülerinnen und Schüler fordern von allen politisch Tätigen mehr Anstrengungen. Wir haben tatsächlich in der vorangegangenen Woche eine Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung gehabt, weil es eben ein ganz brisantes Thema ist, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Deswegen gehört eben dieses Ziel auch zu den Sustainable Goals, also zu diesen Zielen der UN, um im Jahr 2030 bei der Lebensmittelverschwendung um 50% herunterzukommen. Diese Landesstrategie, die wir haben, Bioökonomie, die orientiert sich auch an diesen Nachhaltigkeitsgrundsätzen und Zielen des Landes und den Zielen für die nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ich habe letztens auch jemanden von Fridays for Future kennengelernt. Mhm. Also der geht da jede Woche regelmäßig demonstrieren. Finde ich an sich ja eine coole Sache, aber meint ihr, das bringt wirklich was? Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Politiker auch nur so tun, als würden sie sich dafür interessieren. Und ob die realistische Maßnahmen haben, um diese ganze Umweltkatastrophe zu verhindern, keine Ahnung. Und ich meine, die Uhr tickt und die Dinge ändern sich nicht. Naja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass die Politiker erst mitbekommen, was wichtig ist, nachdem darüber demonstriert wird. Das Ganze ist doch auch mit der Lebensmittelverschwendung. Die ganzen Supermärkte, anstatt dass sie das Essen spenden, werfen es einfach weg. Schwieriges Thema. Aber glaubt ihr wirklich, dass die Politik so rein gar nichts macht und denen das alles völlig egal ist? Die da oben und wir hier unten. Es ist fast so ein bisschen, als hätten die gerade zwei unterschiedliche Sprachen oder zumindest komplett aneinander vorbeigeredet. Klar, die Landtagsdebatten waren echt. Die Kommentare, die wir gehört haben oder die Unterhaltungen stammen auch im Großen und Ganzen aus echten Netzkommentaren. Zwei Welten, die aufeinandertreffen. Und die Frage ist am Schluss, wer hat recht? Klar, die einfache Antwort wäre jetzt zu sagen, wir haben recht, wir kennen ja unsere Wirklichkeit. Das ist aber auch ein bisschen einfach, weil ja, letzten Endes meine Welt
ist eine andere Welt als eure Welt. Unsere Welt ist eine andere als die unserer Großeltern und die Welt von Studierenden ist eine andere als die von Leuten, die eine Lehre machen oder gar keine Ausbildung haben. Die Realität, in der wir leben, ist also immer eine gewisse Form von Filterblase. Das Problem ist nur, soziale Medien können diese Blase noch stärker machen. Dank der Algorithmen kommen wir mit Themen, die bisher nicht unseren Interessen entsprechen, teilweise gar nicht mehr in Berührung. Und es wird immer schwieriger, über den Tellerrand zu schauen. Wir lesen also mehr oder weniger, was wir wollen. Oder wir sehen Videos, die unsere Meinung bestätigen. Aber woher wissen wir, dass unsere Meinung die richtige ist? Oder woher wissen wir, dass das, was wir lesen und sehen, richtig ist? Welchen Informationen können wir eigentlich noch trauen? Oder fallen wir am Ende auf falsche Informationen rein, auf Fake News? Ja, Fake News, falsche Informationen begegnen uns ja auch heutzutage ständig. Und sie sind gar nicht so leicht zu erkennen. Um miteinander gegen das Thema vorzugehen, müssen wir uns dafür sensibilisieren. Fake News zu erkennen, hat sich Julia Kaltenbacher zur Aufgabe gemacht. Sie arbeitet beim SWR und hat dort den Fake-Finder mitentwickelt. Und was der so alles kann, erzählt sie uns jetzt mal selbst. Hallo. So, Julia, erste Frage. Hast du gerade ein Déjà-vu? Ja, ich habe ein kleines Déjà-vu. Es ist eine kleine Zeitreise, aber wir haben vorhin schon gerätselt, wie viel Jahre es zurückliegt. Ich habe auch mal Kuhn Media mitgemacht. Und an der HDM auch studiert. Genau. Erfolgreich. Ja, der SWR hat mich dann genommen. Sehr gut. Ihr habt alle eine Chance. Okay, aber jetzt nochmal zu den Fake News. Was ist denn das eigentlich genau, ein Fake News? Ja, soll ich es jetzt ganz wissenschaftlich machen? Ich breche es ein bisschen leichter runter. Also im Grunde sind das Meldungen, die sich tarnen. Also es sind aktuelle Meldungen, die nachrichtlichen Charakter haben und Wahrheitsanspruch ausgeben, aber eben manipuliert sind und täuschen wollen. Das ist die wissenschaftliche, aktuelle wissenschaftliche Definition von Fake News. Und warum sind die dann so gefährlich? Ja, also ihr habt das ja super schön illustriert mit den, den Filterblasen. Ich glaube ja so schrecklich gerne, dass also ich bekomme meine Meinung so gerne bestätigt. Und wenn mir dann eine Meldung präsentiert wird, die so super in mein Setting passt, in mein Mindset passt, dann fange ich gar nicht an, darüber nachzudenken, ob das so stimmt oder nicht stimmt. Ja. Und diese überhaupt durch die Algorithmen schon provozierten Prozesse, die verstärken sich mitunter durch Fake News noch viel mehr, sodass es schwierig wird, dass manche gesellschaftlichen Gruppen sich überhaupt noch auf gemeinsame Nenner verständigen können. Und was macht da jetzt der Fake-Finder? Finder? Fake-Finder? Wie ihr wollt. Auch da sind wir nicht so streng. Also ich habe ihn mal Fake-Finder genannt, weil wir den 2017 aus der Traufe gehoben haben, als auch zeitgleich bei der Tagesschau mit den Faktenfindern eine etwas größere Redaktionseinheit aufgebaut wurde, die dazu da war, um eben im Vorfeld der Bundestagswahlen dezidiert vorzugehen gegen solche Falschmeldungen, die kursieren. Also der Fake-Finder ist ein medienpädagogisches Tool, was ganz subtil im Spiel verschiedene Tools an die Hand gibt, den Spielenden beibringt, worauf kann ich denn achten? Also wie erkenne ich denn vielleicht auf den allerersten Blick schon, dass es sich um eine Falschmeldung handelt? Und im Grunde ist es eigentlich ein einfacher Punkt, der im Fake-Finder drinsteckt, in egal welcher Meldung, die man sich anguckt. Es ist dieses, sei selber Journalist, sei selber kritisch und prüfe. Du darfst nie und nimmer einfach nur Inhalte konsumieren. Das ist das, was der Fake-Finder vermittelt. Okay, und für wen ist der dann geeignet? Du hast gerade gesagt, wir sind Journalisten und gucken nach. Letztlich für die ganze Gesellschaft. Also wir haben den damals auf dem SWR Sommerfestival an den Start gebracht. Das war ursprünglich nur gedacht als kleines medienpädagogisches Spiel für die Besucherinnen und Besucher, die auf dem Sommerfestival waren. Nachdem wir gemerkt haben, das funktioniert super gut durch dieses ich teste mich und egal wer da zu uns ins Zelt kam, hat gesagt, ich habe das drauf, ich habe damit überhaupt kein Problem. Fake News, falle ich doch nicht drauf rein. Und wenn wir in der Auseinandersetzung merken, dann doch viele Leute, ist gar nicht so einfach. Und da sind sehr viele Dinge unterwegs, die eben nicht auf den ersten Blick erkannt werden. Und damit hat man dann jeden gefangen. Also dieses, okay, auch ich bin da nicht gefeit und verwundbar. Und plötzlich spielen die Leute das gerne.
Und daraufhin haben wir es jetzt ausgebaut. Es gibt eine Schulversion. Lehrkräfte können selber aus dem Pool von, ich glaube, mittlerweile haben wir 95 unterschiedliche Meldungen redaktionell aufbereitet, wählen und die den Schülerinnen und Schülern stellen und dann im Unterricht. Also das ist eigentlich der Wirkkreis, in den wir rein wollen, dass die Schülerinnen und Schüler, 9., 10. Klasse, das ist so die Hauptzielgruppe. Aber jeder andere kann natürlich den Fake-Finder spielen. Und das ist das Stichwort. Wir jetzt auch. Ne? Genau. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und gucken, wie sich die Conmedia heute beim Thema Fake News so schlägt. Ja, und nicht nur die Conmedia, sondern wir haben einen Gast, der sich eigentlich mit den echten Nachrichten auskennen sollte. Anno Klütgen, darf ich mal auf die Bühne bitten? Du bist Journalist, auch beim SWR, und zwar in der Redaktion Landespolitik. Und du bist Vorsitzender der Landespressekonferenz hier im Landtag von Baden-Württemberg. Das heißt, du bist relativ oft wahrscheinlich auch in diesem Gebäude. In der Tat, tatsächlich ja. Also wie alle Kollegen, die über Landespolitik berichten, sind wir oft hier. Unten gibt es ja noch ein Pressezentrum, wo auch Pressekonferenzen stattfinden. Der SWR hat die wunderschöne Situation, dass wir ein kleines Studio haben, hier ganz am Rand des Plenarsaals. Da gucken wir durch so ein Glasfenster rein, wie die Sportreporter im Stadion, sind wir ganz nah dran und können beobachten, was hier geschieht. Bist du schon mal auf Fake News reingefallen? Bestimmt, ja. Und die Aufgabe, die wir ja eigentlich im Alltag haben, ist halt eben zu recherchieren. Wenn es uns halt schon auffällt und uns stutzig macht, das sollte uns eigentlich alles. Ja, wir sollten eigentlich, nach Möglichkeit wäre unser Job, nichts gleich zu glauben und mitzunehmen. Ja. Und dann halt immer zu gucken, kann die Quelle stimmen, kann das so sein. Und das ist ja eben das, wir sind ja die Vermittler dessen, was hier im politischen Raum passiert. Wir sollten es erklären, in verständliche Sprache übersetzen und eben auch auf den Grund gehen, kann das denn sein. Da hilft es natürlich, wenn man als landespolitischer Korrespondent sich mit den Themen öfters auseinandersetzt. Da ist man schon eher mal auf der Spur, ist schon eher mal in den Themen drin. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Ne? Wir auch. Wir auch. Und wollen jetzt spielen Anno gegen die Conmedia. Genau. Dafür nimmst du bitte einmal hier auf dem Stuhl Platz mit dem Rücken zum Publikum. Das Publikum bitte ich nochmal, die Karten von eben hervorzuholen. Wir werden nämlich gleich auf der Leinwand verschiedene Nachrichten sehen und dann mit dem Fake-Finder per Handzeichen von euch abstimmen lassen, ob es sich um wahre Nachrichten handelt. Dann bitte einmal das grüne Blatt hochhalten. Für Satire-Nachrichten bitte einmal das gelbe Papier hochhalten. Und für Fake News natürlich das rote Papier hochhalten. Bitte leise abstimmen, nur mit den Karten. Wir wollen ja nicht Anno Knüttgen unnötig helfen. Er hält sich auch die Augen zu, dass er hier nicht spickt. Genau. Ja schon sehen, er darf nicht da gucken. Da darf ich nicht gucken. Schirm dich in alle Richtungen ab. Julia, du bedienst das Tablet. Ich bin hier, genau. Und dann würde ich sagen, sind wir bereit für die erste Nachricht. Hurra. Also, wie sieht das aus? Das ist das Posting, wir haben ein Bild, wir haben den Text, der lautet, oder die Headline heißt erstmal, Wohnungsnot in Ludwigsburg, Student wohnt in Minihaus auf der B27. Der Text, der uns angezeigt wird, ist, Wohnraum ist knapp in der Region Stuttgart, kennen wir alle. Könnten Mini-Häuser die Lösung sein? Um das zu testen, ist am Montag ein Student in ein Haus mit 7,5 Quadratmetern Wohnfläche eingezogen. Und wir haben noch eine Quelle. Okay, dann bitte ich jetzt einmal kurz um die Zeichen. Was sagt unser Experte? Also ich sage, es ist kein Fake, weil ich habe es tatsächlich auch bei uns in den Fernsehnachrichten SWR aktuell gesehen. Es gab dieses Haus. Und dann gucken wir doch mal nach. Sehr gut. Genau. Wobei man dazu sagen muss, das war ein Projekt und das Haus, ich weiß nicht, steht glaube ich schon längst nicht mehr, steht oder? Nicht mehr, nee, steht schon versuchsweise. Steht es noch? Ja. Okay. Gegenüber vom blühenden Barock. Da auf der genau, mitten in der, auf der Verkehrsinsel. Es war ganz putzig. Ja. Das heißt, wenn da steht Quelle, es wäre aktuell. Musst du jetzt natürlich sagen. Also ich habe ja mich dann beschwert, also ich habe die Meldung heute nicht ausgewählt, das war die Redaktion. Ich habe dann gesagt, das ist jetzt auch wieder super klasse. Da stehen jetzt drei Leute vom SWR hier auf der Bühne und müssen erzählen, ja, da war jetzt der Lernpunkt in dieser Meldung, dass es seriöse Quellen gibt, denen man durchaus vertrauen darf. Nämlich beispielsweise der SWR oder auch andere Qualitätsmedien. Das muss man jetzt dazu sagen. Im Fake-Finder gibt es natürlich ganz viele andere derartige Meldungen. Da zitieren wir natürlich auch einen Spiegel oder eine Süddeutsche oder eine Zeit. Also wirklich, ne? Dass hier nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir uns nur selber beweihräuchern. Wir waren nicht beteiligt und wir haben ja auch noch ein paar Runden, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird.
Richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Posting von Facebook an alle Facebook-Nutzer und Freunde oder Bekannte. Es sind bulgarisch-rumänische Organmafia im Stadt. Bis jetzt wurden 12 Kinder entführt, 11 Mädchen, ein Junge sind vermisst. Ein Täter wurde erfasst, Polizei und Kripo sucht die restlichen Bandenmitglieder. Bitte lasst euren Kindern nicht allein, ob Schule, Kita oder Spielplätze, lasst euren Kindern nicht allein. Es ist kein Fake, kein Like, geil oder sonst etwas. Bitte, bitte passt auf, macht die Wohnungstür zu der Fremden auch nicht auf. So, dann bitte ich mal kurz um Zeichen. Worauf schaut man bei in großgeschriebenen Nachrichten immer? Okay, ich habe ein Bild. Was sagt unser Experte zu dem Posting? Also dieses Posting mag es vielleicht durchaus gegeben haben, aber das, was da verbreitet wird, ist für mich ein absoluter Fake. Ja, sehr gut. Ihr hattet natürlich alle recht, richtig. Worum es denn im Fake-Finder an der Stelle gegangen ist, es gibt Hilfeseiten, die man konsultieren kann. Also Klassiker, also derartige Postings geistern ja immer durchs Netz. Einfach googeln oder direkt die Hilfeseiten ansurfen. In diesem Fall ist es Mimikama. Die veröffentlichen sehr häufig Geschichten über Fakes oder vermeintliche Skandale und stellen das dann richtig. Also das ist quasi der Lernpunkt für die Schülerinnen und Schüler an der Stelle. Mimikama.at ist das, genau. Das heißt aber, die Quelle, es steht natürlich nicht immer mit dabei. Ich brauche auch schon so ein bisschen Misstrauen zumindest. Voilà. Ja. Genau, und an der Stelle, also Klassiker sind natürlich diese orthografisch und versal geschriebenen Riesenskandal, 52 Ausrufezeichen, Meldung. Da kann man dann schon einfach mal googeln, ob das nicht schon mal irgendwo aufgeschlagen hat. Okay, nächste Nachricht. Nächste Nachricht. So, wie sieht es denn hier aus? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder Sie sich erinnern, es gab einen Ausfall bei WhatsApp, Instagram und Facebook, alles gleichzeitig. So. Und in 9 Jahren werden wir das Ergebnis sehen. Oder auch nicht. Hilfe, mein Handy funktioniert nicht. Okay. Ich würde wir haben sagen, ja sonst nichts zu tun. Das Publikum ist sich einig. Anno? Ja, Satire, wenn der Postillon, ich habe ihn auch abonniert, ist wunderbar, immer wieder schön. Aber natürlich alles Satire. Ja, ich glaube, einstimmig recht. Wir können ja eigentlich mal anfangen. Ja, genau. Das ist ja richtig gut gemacht. Applaus von uns für euch. Genau. Tolle Leistung vom Publikum. Muss man zum Postillon irgendwas sagen? Ja, also man muss schon definitiv was sagen, weil es gibt unglaublich viele Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, was Satire ist. Also, wenn wir jetzt den Postillon genauso abfragen würden wie den Kollegen Kretschmann, dann hätten wir wahrscheinlich ein ähnlich erschütterndes Bild bei der Umfrage gehabt. Ja, es ist ein Thema. Viele Menschen wissen nicht, was Satire ist. Ich meine, wir haben es mit der Diskussion um die Umweltsau-Oma auch gehabt. Es ist ein Thema, über das wir uns als Gesellschaft durchaus unterhalten sollten. Im Gegensatz zu Fake News halt doch nochmal eine andere Zielgruppe, die damit erreicht wird. Genau, und deshalb haben wir beim Fake-Finder auch speziell gesagt, es gibt 3 Kategorien, weil es ist was anderes. Genau. Also man darf es nicht für bare Münze nehmen, aber es ist auch kein Fake. Das ist keine Manipulation, die da stattfindet. Genau. Sehr gut. Noch eine Frage? Ja, wir haben noch eine. So, Radar. Bußgelder werden bald auf den Wert des Fahrzeugs angepasst. Wenn Sie mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt werden, dann wird die Höhe Ihrer Geldstrafe von der Marke und dem Modell Ihres Fahrzeugs abhängen. Je wertvoller das Fahrzeug ist, umso höher soll das Bußgeld ausfallen. Mithilfe der Bilder, die von den Kameras der Blitzer aufgenommen werden, wird hierfür das Modell Ihres Autos, Motorrads oder LKWs bestimmt. Okay. Das ist das Bild, das ist die Überschrift, der Text. Und dann gibt es noch eine Quelle, 24aktuelles.com. Okay, ist schon ein bisschen gemischter. Gelb, aber ich denke, wir haben eine Mehrheit. Was sagt unser Experte zu der Nachricht? Das wäre für mich ein klarer Fake, weil ich kann mir schon technisch gar nicht vorstellen, wie allein die Kamera denn wird. Ein deutliches Bild, weil man sieht ja das Kennzeichen und irgendeine Fahrer oder so. Also könnte man mal weiter recherchieren, aber ich glaube, für sie unwahrscheinlich. Fake. Genau. Also, Fake ist richtig. Richtig. Sehr gut. Selbstverständlich. Ja, das waren unsere Nachrichten. Ich will kurz noch was sagen zu 24aktuelles.com. Ja, das ist so ein Ding, das kann man sich ruhig auch merken. Das ist nämlich eine Spaßseite. Also alle Meldungen, die von 24aktuelles.com kommen, wurden von irgendwelchen Nutzern erfunden. Es ist einfach
eine schöne Webmaske. Also sucht man sich ein Bild aus, denkt sich eine Überschrift dazu aus, denkt sich einen Text aus, postet das und kann es dann wunderbar bei Facebook mit all seinen Freunden teilen. Und wenn die nicht drauf gucken, je nachdem, und es passt so wunderbar zu unserer in der Filterblase vertriebenen Meinung, dann kann damit viel Blödsinn passieren. Ja, da hast du jetzt ja die letzten Themen schön zusammengefasst. An der Stelle schon mal vielen Dank, Judith Müller-Kaltenbacher. Anno bleibt noch einen kurzen Moment da. Deswegen Applaus für Julia. Ja. Perfekt. Fällt noch die Gäste schon die Bühne mit aufbauen. Ja, noch saugen. Und unser Fazit, liebes Publikum, ihr habt euch toll geschlagen. Man muss also anscheinend kein Experte sein, um Fake News zu erkennen. Aber man sollte es sein, weil jeder, der den Unterschied eben nicht kennt, der wird Opfer von all denjenigen, die da draußen sind und versuchen uns zu manipulieren, egal aus welchen Gründen. Ob es jetzt hier bei 24 Aktuelles ist, wo ich meine Freunde verarschen kann, oder ob tatsächlich irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal dubiosen Organisationen, in welcher Form auch immer, versuchen da unsere Meinung zu beeinflussen und letzten Endes damit auch den gesellschaftlichen Diskurs irgendwie zu manipulieren. Es gibt andere Instanzen, die versuchen sollten, das zu verhindern oder dem zumindest gegenwirken sollten. Medien und Presse, die letzten Endes mit, ich sag mal, echten Nachrichten dagegen ankämpfen. Und wie wichtig deswegen Presse und Medien sind und letzten Endes auch ein freier Journalismus, das hören wir jetzt noch von Anno Knüttgen. Ja, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit erhalte, da kurz was zu erzählen. Ich steige mal, vielleicht greift man den Fake News wieder ein, weil das waren jetzt natürlich sehr krasse Beispiele. Schon, denke ich, leicht zu erkennen. Es geht natürlich auch eine ganze Spur subversiver. Wenn einem jetzt jemand irgendwo erzählt in einem sozialen Netzwerk, dass Baden-Württemberg ja, was weiß ich, viel zu wenig Geld ausgibt für seinen Bildungsbereich, für die Schulen, wie will ich denn daheim jetzt so schnell nachprüfen, wie viel denn tatsächlich im aktuellen Doppelhaushalt da eingestellt sind? Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit dem Recherchieren und dann hilft vielleicht all das, was meine Kolleginnen, Kollegen und ich hier aus der Landespolitik berichten, denn das ist unser täglich Brot, dafür sind wir dann die Experten und ja, darum bemühen wir uns, das zu vermitteln. Es ist bloß die Frage, wir bewegen uns ja auch ein bisschen in der Blase hier. Wir sind täglich, haben wir mit Politikern zu tun, mit Verbandsvertretern, Gewerkschafter, Kirchen, sonstige Interessensverbände, Naturschutzverbände. Klar, wir haben da Kontakte, wir haben da Leute, wo wir Informationen herbekommen. Das ist ganz praktisch und doch kreisen wir alle hier um dieses Thema Landtag. Und wenn ich Sie jetzt mal frage, ich weiß gar nicht, wer von Ihnen liest denn zum Beispiel Zeitung vielleicht? Noch auf Papier womöglich. Nicht so viele, eher noch als App oder so. Das sind immerhin schon noch ein paar. Aber ich weiß nicht, wie viele sich dann noch informieren, weiß nicht, vielleicht Radiosender hören. Och, das ist ja schon noch erfreulich. Oder Fernsehen gucken, so richtig nicht gestreamt, sondern noch richtig echt. Ja, okay. Also es sind schon noch einige, aber ich glaube sogar weniger als die Hälfte insgesamt jetzt. Und das zeigt diejenigen, die hier in der Landespressekonferenz vertreten sind, also vor allem Korrespondenten von Regionalzeitungen. Naja, Radio, es gibt 2 private Sender, die hier ab und zu sind und natürlich auch der SWR. Und beim Fernsehen ist es auch vor allen Dingen, muss man sagen, halt doch SWR und ZDF, die hier regelmäßiger aufschlagen. Also wir erreichen mit unseren klassischen Medien ja gar nicht mehr so viele und müssen uns vielleicht auch Gedanken machen, welche Verbreitungswege wir auch in Zukunft brauchen, um bei Ihnen anzukommen. Gleichzeitig darf ich natürlich dafür werben, auch bei uns mal vorbeizuschauen. Es lohnt sich, man erfährt was. Und ja, unser Job ist es eben einfach, zu erklären, in ein verständliches Deutsch zu bringen. Ja, es gibt wahnsinnig viel Fachsprache bei uns. Wenn es jetzt haben wir gerade der Haushalt ist beschlossen worden für 2021. Was ist eine Verpflichtungsermächtigung? Was sind implizite Schulden? Da haben wir hier täglich mit zu tun, aber den Menschen draußen das verständlich zu erklären, ist eine wichtige Aufgabe zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, deswegen, das ist der Job der Experten. Hier versammelt sind noch ein Wort zur Landespressekonferenz kurz. Das ist sozusagen unsere Interessensvertretung, weil Deutschland ist ein freies Land, durchaus, aber auch bei uns ist es notwendig, dafür einzutreten, dafür, dass Journalisten frei berichten dürfen, dass alle die gleichen Zugänge zu Informationen haben. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet. Ich bin im Moment der Vorsitzende, aber das wechselt auch immer wieder mal. Und ja, wir organisieren hier zum einen Pressekonferenzen, wo alle möglichen, nicht nur Parteien, sondern auch Verbände, ein Forum bekommen, um dann praktisch allen Medien gleichermaßen ihr Anliegen vorzutragen. Und zum anderen geht es darum, dass wir auch sicherstellen, dass wir wirklich
fair behandelt werden. Wir hatten zum Beispiel die Situation, eine Partei hat uns vor gar nicht allzu langer Zeit zu ihrem Landesparteitag nicht zugelassen als Journalisten, die berichten. Da ging es natürlich darum, dann aufzustehen und dafür einzutreten, dass das nicht mehr passiert, ist auch nicht mehr passiert. Aber das ist eben unsere Aufgabe. Auch für sowas muss man auch in Deutschland immer wieder sorgen, dass Pressefreiheit wirklich umgesetzt wird. Und das ist ein wichtiger Teil unseres Daseins. Vielen Dank, Anne Knüppchen, dass Sie hier waren und für Ihre Worte. Vielen Dank. Gerne. Ich möchte euch, liebes Publikum, noch mal bitten, in den Umschlag zu schauen, den ihr gerade bekommen habt. Da war nämlich noch was anderes drin. Schaut euch das mal genauer an. Was es genau mit dieser Scheibe hier auf sich hat, das erklären uns jetzt Ronja Gräber und Steven Hermanutz. So. Schön, dass ihr hier seid. Dann sag mal bitte, was mache ich jetzt mit dieser Scheibe? Genau, diese Scheibe ist der Fake News Kompass. Den haben wir entwickelt, nachdem wir ausführlich über Fake News recherchiert haben. Und uns ist aufgefallen, dass es nicht wirklich immer einfach ist, Fake News zu erkennen. Das hat man ja auch gerade eben bei 2 Punkten gesehen in dem Spiel, dass da doch einige falsch lagen. Und da es immer viele unterschiedliche Arten gibt, Fake News zu veröffentlichen, haben wir den Fake News Kompass eben entwickelt, auf denen dann unterschiedliche Checkpoints abgebildet sind und wie der Fake News Kompass funktioniert, wird Ihnen jetzt Ronja erklären. Genau, der Fake News Kompass, der hat insgesamt 12 Checkpoints, an denen man Fake News erkennen kann. Und wie man hier sieht, gibt es zu jedem Checkpoint noch eine kurze Erklärung, auf was man denn genau achten sollte bei dem Punkt und was dabei wichtig ist. Und hier kann man ihn jedes Mal weiterdrehen und kommt dann zum nächsten Checkpoint mit der dazugehörigen Erklärung. Und wenn man jetzt also eine Meldung hat, bei der man sich nicht so sicher ist, handelt es sich jetzt um Fake News oder entspricht es jetzt der Wahrheit, kann man die Meldung einfach mit den Checkpoints durchgehen und dann am Ende entscheiden, ob es jetzt Fake News ist oder ob es der Wahrheit entspricht. Genau. Hate Speech begegnet einem inzwischen ja überall. Gerade die Kommentarspalten in den sozialen Medien sind voll von persönlichen Beleidigungen bis hin zu Gewaltandrohungen. Ein ganz schönes Gegeneinander. Wie wir gesehen haben, gehört Hass auch zu unserem nächsten Film dazu. Und den würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an. Mein Name ist Daniel Karreis, ich bin 29 Jahre alt, jetzt seit November 2018 im Landtag, also 1 Jahr und 1 Monat. Familienstand ist ledig und ich bin für die FDP-DVP-Fraktion im Landtag. Ich bin Andrea Lindlor, ich bin 44 Jahre alt und Landtagsabgeordnete aus dem schönen Esslingen. Ich bin bei den Grünen stellvertretende Fraktionsvorsitzende und wirtschaftspolitische Sprecherin und das seit meinem Einzug in den Landtag 2011. Und ich wohne in Esslingen mit meinem Mann und meinem Sohn. Mein Name ist Friedlinde Gohirsch, ich bin 65 Jahre alt. Ich bin verheiratet, mein Mann und ich haben 3 Kinder und wir freuen uns, dass wir inzwischen 8 Enkelkinder begrüßen dürfen. Einen typischen Alltag gibt es eigentlich nicht. Man ist halt viel unterwegs, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was für Termine man so macht. Dienstag bis Donnerstag ist meistens Plenarsitzung oder Ausschusssitzung und Montag, Freitag, Samstag, Sonntag sind dann die Tage, in denen man im Wahlkreis unterwegs ist meistens. Und die Sitzungswochen stehen 2 Jahre im Vorhinein fest. Also ich weiß jetzt heute schon, was ich an einem bestimmten Donnerstag im Jahr Frühjahr 2021 oder so machen werde. Man hat halt einfach deutlich weniger Kontakt mit der Familie, mit der Freundin. Ist halt schwierig, man ist halt viel unterwegs. Ist schon manchmal dann die Frage, ja, musst du jetzt wirklich noch zu diesem Termin da gehen? Das ist ja jetzt, bringt's ja jetzt irgendwie nicht. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen oder so. Wobei, es klappt eigentlich recht gut. Ich habe leider noch sonst in Ordnung einen traditionellen Ehemann, der mit Haushalt und Haushaltskompetenzen wenig am Hut hat. Das war immer so der Job, das als Frau dann selber zu regeln. Das machen wir eigentlich einigermaßen zusammen, finde ich. Und einfach viel, viel spät abends. Ja, mein Kind ist in der Kita. Da muss ich auch schauen, wie ich Termine, die ich selber beeinflussen kann, so lege, dass nicht immer die Bring- und Abholzeiten schon voll sind.
Da hat man immer so auch von der Gesellschaft das Stigma bekommen, wenn man berufstätig ist oder wenn man in der Politik ist, ist man eine Rabenmutter. Also von daher war es eigentlich ein psychischer Stress, das alles immer besonders gut machen zu wollen. Klar, gab es immer mal Familienmitglieder, die sagen, aber eure Ansicht so und so, das geht gar nicht. Das hält aber eine Demokratie im Prinzip auch aus und eigentlich eine gesunde Familie und ein gesunder Freundeskreis hält auch das aus, dass man unterschiedlicher Meinung sein darf. Aber es ist eine ehrenvolle und sehr motivierende Aufgabe und ich habe es nie bereut. Ich meine, es war ja nie so richtig mein Ziel, Abgeordneter zu werden, jedenfalls nicht so jung. Ich habe halt immer mal gedacht, ja, wenn du mal in einem gewissen Alter bist, dann kannst du ja mal gucken, ob du irgendwo kandidieren kannst. Aber ich habe das nie bereut, da mich zur Verfügung gestellt zu haben, weil das ist ja eine tolle Aufgabe und man kann sich da verwirklichen. Und gerade als junger Mensch kann man halt auch ja, da ein paar Impulse setzen und ein bisschen vor allem den Altersschnitt nach unten ziehen, aber auch ein paar junge Ideen einbringen, sage ich mal. Ja. Wenn ich zu Hause bin, im eigenen Ort oder im Wahlkreis, werde ich sehr viel erkannt, weil ich halt schon sehr lange im öffentlichen Leben bin. Wie gesagt, mit 24 Gemeinderat, dann Kreistag und dann erscheint man mal in der Zeitung oder sonst wie. Also es gibt schon viele Menschen und das freut einen einerseits. Aber manchmal ist einem auch unangenehm. Ja, ich werde immer wieder mal erkannt. Also man merkt halt, wenn man zum Beispiel am Bahnhof steht, wenn ich nach Stuttgart fahre oder so, dann läuft man halt da so über den Bahnsteig und dann merkt man schon, dass so der ein oder andere einem hinterher guckt. Vielleicht ist es aber auch Einbildung, aber viele erkennen einen schon. Manchmal wird man auch einfach gegrüßt von Leuten, die man jetzt persönlich so gar nicht kennt. So, ja, hallo, Herr Karreis. Dann denkt man, ja, so freut man sich natürlich. Ja, also man wird schon privilegiert behandelt. Also wenn Sie jetzt zu einer Veranstaltung kommen, dann fragt man Sie gleich, ob man Sie an den Platz begleiten darf. Und dann ist ein Platz reserviert. Naja, ich meine, man darf natürlich immer in der ersten Reihe sitzen, wenn eine Veranstaltung ist. Das ist so. Ob das eine Bevorzugung ist, weiß ich nicht. Das hat auch Nachteile, ganz vorne zu sitzen. Aber ja, ich meine, das gibt es natürlich schon mal, wenn man auf einer Veranstaltung ist, dass dann halt irgendjemand kommt vom Veranstalter und dann sagt, ja, darf ich Ihnen ein Getränk bringen, was man bei den anderen Gästen dann halt nicht tut. Nee, es gehört schon dazu, zu einem Amt in der Öffentlichkeit, dass man sich der Kritik stellen muss. Und das gehört vor allen Dingen auch zur Demokratie. Aber ich denke, das hat schon immer gegeben, dass man kritisiert wird. Kritik tut meistens nicht gut. Aber Hate Speech ist schon etwas Neues. Social Media ist halt ein Beschleuniger von Dingen, die es natürlich sowieso in der Gesellschaft gibt. Social Media führt natürlich auch dazu, dass Einzelne mit wenig Aufwand sehr viel kommunizieren können. Es ist aber noch relativ gering im Vergleich zu dem, was andere Kollegen erfahren, denen gesagt wird, ja, ich bring dich um oder sowas oder ich schlag dich zusammen und lauer dir auf oder sowas oder ich greife deine Frau, deine Kinder an, deinen Mann, deine Kinder. Und ich hatte tatsächlich mal bei mir im Wahlkreisbüro im Briefkasten verdorbenes Rindfleisch in einer so blutig siffend stinkend. Ich bespreche das schon mit meinem Mann und der ist immer so, der hat eine Neigung, dass er sagt, vergiss es, ja, und Holz runter. Und ja, das ist ganz gut so bei mir, weil ich, wie gesagt, ich bin emotionaler. Also ich meine, es erzählt einem dann schon manchmal so, ja, gestern habe ich irgendwie eine Droh-E-Mail gekriegt oder so, wo einer mir eine Morddrohung gegeben hat oder sowas. Das kommt schon mal vor, aber ja, so direkt offen thematisiert wird das eigentlich nicht. Aber es ist kein angenehmes Thema. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt gerne drüber sprechen, auch nicht untereinander. Eigentlich will man das über die Schulter werfen und weg. Man möchte ja nicht so viel Zeit und emotionalen Aufwand haben mit dem Hate. Vom Polizeipräsidium Stuttgart gibt es da so eine Truppe, die speziell für die Objektsicherheit vom Landtag zuständig ist. Und an die kann man sich auch wenden, wenn man solche Kommentare bekommt. Aber es ist auf jeden Fall sehr ungesund, weil das aus meiner Sicht die Demokratie ein Stück weit in Frage stellt. Denn eins der Probleme an dem Hate ist, dass er die Bürger, die sich mit einem austauschen wollen, vertreibt. Also die eine Frage ist, was macht das jetzt mit mir? Die andere Frage ist, was nimmt es mir an Möglichkeiten, mich auszutauschen? Da gibt es Leute, die wollen eigentlich da mit mir ein bisschen diskutieren. Oh, die sind dann erschreckt, wenn da der Hate kommt. Und dann sind die weg. Kann ich mich mit denen nicht mehr austauschen? Ja?
Ja, wie wir gesehen haben, gehört Hass leider inzwischen auch zum Leben von einigen Politikern dazu. Online und offline. Als Landtagspräsidentin hat Muhterem Aras auch schon einige Erfahrungen mit Hate Speech machen müssen. Können Sie kurz aufstehen, dann können wir Sie alle gut sehen. So. Genau. Frau Aras, was für Erfahrungen waren das denn, die Sie mit Hate Speech machen mussten? Vielleicht einen Satz vorneweg. Ich bin seit 2011 im Landtag und in der letzten Legislatur gab es eine Wahlkampfveranstaltung zum Hate Speech. Und mein Büro hat händeringend nach Hate Speech gesucht und ich hatte keine einzige E-Mail. Also musste ich Hate Speech von anderen Kolleginnen vorlesen. Also ich habe auch gesagt, ich habe keine, aber ich habe von anderen. Jetzt 2016 habe ich deutlich mehr, übelster Art. Es gibt so Wellen. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zuspruch. Das möchte ich vorneweg und das ist sehr viel mehr. Aber es gibt so Wellen, beispielsweise als die Abgeordneten Herr Repple und Herr Gedion meinen Anweisungen, den Sitzungssaal zu verlassen, nicht gefolgt sind, musste ich ja die Polizei holen. Und das war eine Riesenwelle an Hate Speech und übelster Art, sexistisch, ganz schlimm. Also das sind die fast übelsten dann aufgrund meiner Herkunft. Dann werde ich in eine religiöse Schublade reingesteckt. Also es ist nicht schön, das zu lesen, zu registrieren. Ja. Glauben Sie denn, dass das an Ihrem Amt liegt, dass gerade Sie so angefeindet werden? Das liegt zum einen daran, dass ich in meinem Amt auch klar Position beziehe und das werde ich auch nach wie vor tun, egal wer was sagt. Ich lasse mich ganz sicher nicht einschüchtern und einschränken. Aber was ich noch viel schlimmer finde, also das Persönliche ist nicht schön, aber es ist auch ein Angriff auf mein Amt. Also ich meine, es ist ganz übel, dass man Verfassungsorgane, demokratisch gewählte Organe, Institutionen, die eigentlich bisher, man kann ja politisch anderer Meinung sein, damit habe ich überhaupt kein Problem, aber das ist ein Angriff auch auf dieses Amt und das ist sehr viel schlimmer als das Persönliche, finde ich. Absolut. Was macht das denn mit Ihnen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt so Hate-Kommentare bekommen? Also früher habe ich die gelesen, dann dachte ich weg damit, habe auch die nicht weiterverfolgt. Nach diesem Polizeieinsatz, der leider erforderlich wurde im Landtag und nachdem das zugenommen hat und auch die Art anders massiver geworden ist, verfahren wir so, dass wir die Mails oder Briefe, die eine strafrechtliche Relevanz haben, die übergeben wir an unseren Objektschutz in der Person Herr Hellmann und der gibt es dann weiter. Das heißt, strafrechtliche Verfolgung, weil ich finde, auch wenn es anonym geschieht, die Leute sollen wissen, es ist uns nicht egal und ich lasse mir das nicht gefallen und ich möchte mich nicht daran gewöhnen, dass wir in einer politischen Debatte oder Auseinandersetzung so übel miteinander kommunizieren. Das geht nicht. Absolut, ja. Vielen Dank, Frau Aras. Danke. Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Stichwort. Wir haben den Namen Herrn Hellmann schon gehört, wir haben den Objektschutz schon im Film gehört. Objektschutz ist ja auch erstmal ein relativ sperriges Wort. Es geht darum, dass jemand das Objekt Landtag, die Institution Landtag schützt unter anderem und damit auch die Mitglieder des Landtags, das Präsidium. Und vom Objektschutz für den Landtag Baden-Württemberg ist heute Abend hier der erste Polizeihauptkommissar Rainer Hellmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, dieser eine Satz, der mir gerade aus dem Video hängen geblieben ist, eine Morddrohung kommt schon mal vor. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wenn Sie sowas hören, wenn ein Abgeordneter zu Ihnen kommt, was machen Sie dann? Dann reden wir zuerst mal miteinander. Dann reden wir zuerst mal miteinander, wenn das Mikrofon funktioniert. Das heißt, was besprechen Sie da? Wir schauen, dass wir an die E-Mail, an den Post oder so rankommen und der wird dann von uns gesichert und wird unserer Kriminalpolizeiinspektion Staatsschutz übergeben. Dann werden Sie aktiv, nehme ich an, wenn das öfter vorkommt. Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann dann passieren? Ja, richtig, wenn es öfters vorkommt, dann findet im Hintergrund zu unserer eigentlichen Tätigkeit die Ermittlungsarbeit statt mit allen Möglichkeiten, die uns als Polizei gegeben sind. Das wird dann münden in einer Gefährdungsbewertung für den Politiker. Jetzt ist natürlich Morddrohung schon mal eine relativ hohe Stufe. Es geht sicherlich ja auch schon früher los.
Ab wann schreiten Sie denn ein? Wir nehmen grundsätzlich alle Hate Speeches ernst und kontrollieren die bzw. lassen die bewerten. Bewerten heißt, wie geht es dann weiter? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist jetzt schwierig. Das könnte ich mit Phrasen antworten, wie wir es vorher gehabt haben. Deshalb sage ich es klar. Wir sagen nicht alles, was wir machen. Sicherheit geht vor. Wir haben heute gerade in den Medien gehabt, dass der Fall von Renate Künast, wo Beleidigungen schon Teil vor Gericht gelandet sind, der ist in der ersten Instanz abgelehnt worden. Jetzt wird da doch die Strafverfolgung aufgenommen. Sind das auch schon Dinge, in Anführungszeichen, ohne Sie kleinzureden, aber nur Beleidigungen, die auch schon bei Ihnen landen? Ja, das kommt drauf an. Man muss immer den psychisch Kranken, den emotionalisierten Einzeltäter, Tätergruppen denken, die vielleicht mit einer Beleidigung anfangen, dann steigert sich das mehr. Letzte Woche hat die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert, dass der Staat genügend Schutz auch für Kommunalpolitiker leisten muss. Ist das zu leisten? Also wenn Sie wirklich jeder Hate-Mail nachgehen, dann klingt das nach unendlich viel Arbeit. Also rechnen Sie mir mal vor, wie viele Politiker wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Vom Kommunalpolitik bis Landespolitik, Bundespolitik. Naja, 600, 700 Abgeordnete im Bundestag. Ja, genau. Hier jeweils nochmal, sagen wir, für jedes Parlament 100. Das Land Baden-Württemberg hat schon vor einiger Zeit darauf reagiert. Ich darf das mal hochhalten. Da gibt es sicher in der Öffentlichkeit Auftreten. Wir in Baden-Württemberg machen es so, dass wir momentan das Gespräch mit den Fraktionen suchen. Zwei haben uns schon abgearbeitet, indem wir bei der Fraktion waren und Verhaltensmaßnahmen bzw. Regeln ihnen vorgestellt haben und wie sie sich an uns wenden können. Und hier auf dem Informationsblatt steht alles drauf. Und das gilt auch für Kommunalpolitiker? Das gilt für Kommunalpolitiker bis Bundespolitiker. Herr Hellmann, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Genau, Dankeschön. Ja, man muss nicht mal Politiker oder Politikerin sein. Anfeindungen gehen meistens schon viel früher los. Auch wenn man sich im kleinen Kreis engagiert und das öffentlich kommuniziert, läuft man heutzutage Gefahr, Opfer von Hate Speech zu werden. Wobei, das ist aber auch nur ein Grund, der dem Engagement im Wege steht. Mich würde mal interessieren, wer von euch hier aus dem Publikum engagiert sich denn in seiner Freizeit? Bitte mal per Handzeichen melden. Aha, okay. In Deutschland engagieren sich ca. 16 Millionen Menschen, wobei natürlich das meiste davon nicht politisch ist. An die, die sich gerade nicht gemeldet haben, warum nicht? Mikro? Dann frag doch mal nach. Ich habe ein bisschen aufgepasst. Ich glaube, ihr habt euch nicht gemeldet. Warum engagierst du dich in deiner Freizeit? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Keine Antwort? Nee, keine Antwort. Wie ist es bei dir? Nee, auch keine. Ja, zeitlich schwierig wäre im Studium. Okay, Zeit ist ein Punkt. Keine Ahnung. Da fehlt offensichtlich auch so ein bisschen der zündende Funke. Ja, so sagt man das. Wie ist es bei dir? Ja, auch ein Zeitthema. Zeit? Bei mir fehlt auch der zündende Funke. Okay, sagen wir, Zeit und Motivation sind, glaube ich, zwei Dinge. Der zündende Funke. Ja gut, die liebe Zeit. Am meisten genannter Grund eben. Heutzutage hat aber irgendwie auch niemand mehr Zeit. Ich würde mich ja gern engagieren, aber ich habe so viel um die Ohren, ich kann das nicht auch noch machen. Ich habe meine Freunde, meine Arbeit, andere Verpflichtungen. Zum Sport komme ich schon eh nicht mehr. Das kenne ich von mir selbst. Wir haben aber mal das 25-köpfige ConMedia-Team gefragt, wie das bei denen so aussieht. Und da haben wir festgestellt, es geht gar nicht darum, dass niemand sich engagieren möchte, sondern dass es oft praktisch einfach nicht klappt. Und wir haben drei Personen gefunden, bei denen es doch klappt, die sich doch in ihrer Freizeit engagieren. Und die bitten wir jetzt mal auf die Bühne. Genau, die sitzen hier vorne, schön aufgereiht. Fangen wir an mit Dennis Sade-Kirschbaum. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins Juma, jung, muslimisch aktiv und Botschafter für junges Engagement. Schön, dass du da bist. Merve Gül, sie ist Mitglied bei der CDU, gibt sozial benachteiligten Kindern Nachhilfe und leistet Bildungsarbeit. Und Julia Ruppert ist aktiv bei Fridays for Future und auch Mitglied bei Campus for Futures hier in Stuttgart. Schön, dass ihr da seid. Kommt mit auf die Bühne. Genau. So. Merve, du darfst gerne mitkommen. Genau.
Du. Dennis einmal da Dennis, außen. Dennis, du kommst zu mir nach Und Julia außen. Kommt mit zu mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Psst. Nur das erste Thema wieder in Erinnerung rufen. Wir haben es eben schon in unserer Moderation hervorgehoben. Ihr habt alle nicht nur einen Hut auf, sondern ihr engagiert euch an ganz verschiedenen Stellen. Wenn wir jetzt hier hören, keine Zeit, ist dann doch ein relativ häufig genannter Grund und tatsächlich auch einer der Gründe hier im ConMedia-Team. Die Gründe, die das ConMedia-Team gesagt hat, die gegen das Engagement steht, stehen es hier an der Leinwand. Ich pick mal diesen Zeitgrund raus. Da hat jemand geschrieben, das sind Zitate, wegen der Uni ist man gerade oft ziemlich stark eingespannt. Da ist es schwer, sich vor allem regelmäßig Zeit zu nehmen. Und ja, wenn man dann mal Zeit hat, dann nutzt man die oft lieber für sich. Merve, kennst du dieses Gefühl nicht, Zeit auch mal für dich haben zu wollen? Ich würde sagen, das ist eine Sache von Priorität und wie wichtig sind mir gewisse Themen und auch Engagement. Und ich finde, also zum Beispiel, ich arbeite in vielen Kreisen, da arbeiten wir auch digital und sagen, hey, wir schaffen es nicht alle, uns zu treffen, weil wir teilweise sogar komplett woanders verortet sind. Und dann hänge ich mich irgendwie rein für 30 Minuten in eine Telefonkonferenz, höre zu oder werde Dinge los, die ich gerne loswerden will. Und es funktioniert. Also auch Stichwort Prüfungsphase, wenn ich sage, hey, Entschuldigung, ich muss jetzt Examen schreiben und ich bin 3 Monate vorher einfach nicht mehr dabei. Da haben sehr viele Leute sehr viel Verständnis dafür. Aber wenn du sagst Prioritäten, ich meine Familie, Freunde, Beruf, Engagement, ist nicht einfach wahrscheinlich da die richtige Priorität zu finden, oder? Also ich würde jetzt aus persönlicher Sicht sagen, meine Familie und meine Freunde haben sehr viel Verständnis dafür. Viele meiner Freunde engagieren sich mittlerweile auch. Viele inspiriert das auch, sich zu engagieren in irgendeiner Form. Deswegen, ich treffe da auf sehr empathische Menschen. Das ist schön, aber das ist ja leider nicht immer so. Dennis, ein Studierender hat gesagt zum Thema schlechte Erfahrungen, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei vielen die einzig negative Erfahrung ausreicht, um das Engagement abzubrechen. Hast du noch nie schlechte Erfahrungen gemacht? Doch, sicherlich. Und mir geben schlechte Erfahrungen auch ganz oft Kraft und motivieren mich erst. Und ich kriege erst dadurch ein Gefühl, was mir sagt, irgendwie nervt mich da etwas in der Gesellschaft und ich weiß auch, wie ich es besser mache. Also bei uns, bei Juma, uns gibt es jetzt 10 Jahre, war das auch so ein bisschen die Initialzündung. Also vor 10 Jahren wurde ganz viel rund um das Thema Muslime in Deutschland gesprochen. Da gab es gerade das Buch von Thilo Sarrazin, was sich sehr gut verkauft hatte. Und wir haben uns gesagt, nee, wir wollen jungen Muslimen und Muslimen selber eine Stimme geben. Wir möchten uns in die Debatte einbringen und deswegen haben wir einen Verein gegründet. Mittlerweile haben wir über 1000 Ehrenamtliche und ich glaube, das spricht für sich. Kannst du noch was dazu sagen, was für schlechte Erfahrungen das waren? Es ist ganz unterschiedlich. Also auf der einen Seite kann es sein, dass es die ehrenamtliche Leistung nicht wertgeschätzt wird, dass man nicht gesehen wird, dass man die Aufmerksamkeit, die man sich erhofft hat, nicht bekommt. Das ist vor allem in der Anfangszeit, glaube ich, wenn man sich zum Beispiel in einer Hochschulgruppe zusammenschließt oder im Sportverein engagiert, vielleicht oft ein Punkt. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass man von Diskriminierung betroffen ist. Also jetzt in unserem Fall, bei Juma ist es natürlich so, dass wir jungen Muslimen und Muslime auch eine Stimme geben wollten, weil es eben ganz viel Islamhass gegeben hat und auch immer noch gibt. Und da möchten wir entgegenwirken. Und wer könnte das eben besser als die Leute, die eben aus dieser entsprechenden Community kommen? Okay. Du hast eben gesagt, es kann sein, dass die Wertschätzung fehlt. Da kommen wir zum nächsten Punkt, fehlende Anerkennung. Zitat, Engagement kann sehr zeitaufwendig und anstrengend sein. Aber wenn man dann das Gefühl hat, dass das eigene Engagement keine Wirkung hat und nicht anerkannt wird, dann sinkt die Motivation und man ist nicht mehr bereit, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen. Als ich dieses Zitat gelesen habe, da musste ich letzte Woche an das Unwort des Jahres denken, Klimahysterie. Das fasst für mich so diese gesamte Despektierlichkeit zusammen, mit der teilweise die Fridays for Future-Bewegung begutachtet oder bewertet wird. Ist das nicht auch was, was dir zum Beispiel oder den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, ganz viel Wind aus den Segeln nimmt, wenn man sowas, diesen Gegenwind kriegt? Also das kann man schon so sehen, glaube ich, aber ja, wie man es eben nimmt. Also man kann es auch für sich nutzen und uns wurden mal Plakate abgerissen, wo wir auch eine Veranstaltung von Campus for Future geworben haben auf dem Campusgelände. Und das haben wir dann natürlich medial gemacht. Das funktioniert dann auch ganz gut, weil die Leute sind dann natürlich empört. Und wer reißt denn ein Plakat runter, wo es für den Klimaschutz was geht? Und
kann man dann auch nie wissen, wer das war, aber... Das heißt, euch stachelt sowas eher an? Ja, kann man schon, glaube ich, gut so sagen. Ja. Ist das eine Erfahrung, die ihr auch macht, dass teilweise, wenn euch so Wellen ins Gesicht schlagen, dass ihr dann sagt, jetzt erst recht? Ja, also ich würde sagen, das ist immer ein Ansporn. Und das macht es ja letztendlich auch aus. Wenn man gute Ideen hat, gibt es ja auch viele, die sich schlecht finden. Und ja, also man findet aber auch immer Verbündete quasi, wo man weiß, okay, man ist jetzt nicht so ganz auf dem Holzweg, also so ganz das Falsche, was man gerade macht, kann es ja wohl nicht sein. Jetzt ist natürlich gerade bei Fridays for Future hat man immer das Gefühl, das ist eine Einheit, die da zusammenarbeitet. Aber was ist, wenn die Identifikation fehlt? Ein Studierender hat gesagt, ich engagiere mich nicht politisch, da ich bisher keine Partei gefunden habe, die meinen vollen Überzeugungen entspricht und mit der ich mich zu 100% identifizieren kann. Wäre das jemals der Fall, würde ich mich auch politisch einbringen. Würdest du sagen, du stimmst mit allem, was die CDU tut, zu 100% überein? Nein, ich glaube auch, dass es tatsächlich so ein Irrglaube über Parteien ist, dass man in einer Partei mitmachen muss, mit der man irgendwie zu 100% übereinstimmt, weil das gibt's nicht, sonst hätten wir 82 Millionen Parteien hier in Deutschland und da sollte man auf jeden Fall gucken, welche Themen sind mir wichtig. Wenn ich mich politisch engagieren würde oder wenn ich eben auf der Straße demonstrieren würde, was ist mir so wichtig, dass ich quasi auf meine Freizeit verzichte und mich da engagieren würde? Ja. Und wenn das, also das sind die Themen, die mich dann quasi eigentlich auch politisch bewegen und dann dementsprechend würde ich dann die Parteiprogramme tatsächlich abklappern und gucken, hey, die Person finde ich doch ganz cool oder den Inhalt finde ich ganz cool, hier habe ich Möglichkeiten, hier will ich mitgestalten. Und selbst wenn man dann was gefunden hat, kann es sein, dass es auch wieder Leute gibt, denen das nicht gefällt? Ein Studierender hier, Gutmensch und Scheinheiligkeit, was hat der dazu gesagt? Bei dem Wort Engagement denke ich auch ganz schnell an Gutmenschen, die nur im Sinne der, in Anführungszeichen, Political Correctness aktiv werden. Zum Beispiel viele Muttis aus meinem Dorf. Mir fehlt da meistens einfach die Authentizität. Ich weiß nicht, ob das... Wie würdest du da Fridays for Future beschreiben? Ist das auch manchmal nur so aufgesetzt, weil diese Argumente und am Ende fliegen sie dann alle in Urlaub, hört man ja doch immer wieder. Wie authentisch ist Fridays for Future? Also ich kenne jetzt die Fridays gar nicht so direkt. Wir sind ja Campus for Future als Hochschulbündnis. Aber ich habe schon mit ein paar von denen Kontakt gehabt und die sind auch, also die stehen schon alle wirklich auch voll dahinter. Und die halten auch oft Reden und die sind, man hört einfach die Empörung und den Schmerz, wenn sie sprechen immer. Und bei Campus for Future ist es zum Beispiel auch so, wir sind nicht so wahnsinnig viele, so 10 bis 20, die aktiv was machen. Und ich würde auch sagen, der Großteil ernährt sich zum Beispiel vegan. Und man motiviert sich da auch ein bisschen gegenseitig. Ja, da kann man vielleicht noch ein bisschen was besser machen. Und es erwartet aber trotzdem niemand, dass man direkt perfekt ist. Wie ist es bei euch? Dennis, brennt ihr auch für alle dieselbe Sache? Also bei uns ist der gemeinsame Nenner, also wir haben wie gesagt über 1000 Ehrenamtliche in Berlin, in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern und der gemeinsame Nenner, wir sind Betroffene von Islamfeindlichkeit. Aber bei uns engagieren sich aber Muslime, die ihre Religion praktizieren und die Religion auch nicht praktizieren und Leute, die sich als sunnitisch, schiitisch, alevitisch oder keiner Konfession zugehörig fühlen und deswegen ist der gemeinsame Nenner bei uns eben nicht Religion. Ich glaube, wenn wir über kleine theologische Themen erstmal Übereinkunft finden möchten, dann bräuchten wir dafür wahrscheinlich ein paar Jahrtausende und deswegen, genau, unser gemeinsamer Nenner ist Islamfeindlichkeit und ja, Muslime und Muslime sind von Islamhass betroffen und das vereint uns und das stärkt uns. Aber man merkt schon, ihr brennt auf jeden Fall für eure Sache. Da ist viel soziales Engagement, gesellschaftliches Engagement hinten dran. Zum Schluss habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, das auszudrücken. Wir haben euch ja jetzt hier ein bisschen in die Verteidigungsrolle gebracht, warum ihr euch zur Hölle ehrenamtlich sozial engagiert. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen und hier nochmal Werbung zu machen dafür, dass man sich engagieren sollte. Ihr seid vorbereitet, ihr wusstet das. Ihr habt
kleine Appelle dabei, jeder etwa 40 Sekunden, da steht euer Mikrofon und die dürft ihr gleich vortragen. Es gibt aber noch ein paar Leute, die euch dabei unterstützen. Genau, ihr macht das nicht alleine, denn die Conmedia-Studenten haben auch Gründe dafür aufgeschrieben, was alles für gesellschaftliches Engagement spricht. Und während ihr eure Appelle vortragt, werden die Studierenden die Begriffe mit hier auf die Bühne bringen und euch sozusagen den Rücken stärken. Genau. Das heißt, ihr dürft alle hier vorkommen ans Mikrofon. Wir fangen an mit Julia. Genau, und damit Bühne frei für Julia Ruppert. Politisches Engagement ist wichtig, um seine eigene Zukunft mitbestimmen zu können. Und vor allem wir als junge Menschen sind im politischen Umfeld unterrepräsentiert. Wir haben es ja schon im Video gemerkt. Sodass es besonders auf unser Handeln ankommt. Wir leben nämlich mitten in einer Klimakrise, die trotz großer Proteste immer noch nicht mit adäquaten Maßnahmen angegangen wird. Nur miteinander und nicht gegeneinander können wir es schaffen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Und am Beispiel der Klimakrise zeigt sich unter anderem, wie schwach teilweise die Kommunikation zwischen der Politik und der Bevölkerung ist. Wir alle sollten aber ein Interesse daran haben, im Füreinander und Miteinander für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft zu kämpfen. Vielen Dank, Julia Ruppert, bleibt gerne da stehen. Merve darf übernehmen. Merve also, Gühl. Ich wollte ursprünglich Rapper zitieren, dann habe ich aber festgestellt, sehr viele Rapper sagen nichts über Parteien. Deswegen habe ich selber was formuliert. Nachhaltige Veränderungen gibt es nur durch Entscheidungen über Gesetze, die wir in unseren Parlamenten getroffen werden. Es liegt an uns, ob wir Politik nachhaltig durch Parteizentralen mitgestalten wollen oder selbst zum Entscheidungsträger werden. Bewegungen und Initiativen wollen häufig gehört werden. Aber von wem eigentlich? Richtig, von Entscheidungsträgern aus Parteien. Ich kann nur dazu ermutigen und sagen, es gibt keine hundertprozentige Übereinstimmung mit einer Partei. Parteien und Politik sind nur so gut wie die Menschen, die an und in ihr mitarbeiten. Das entbindet Parteien natürlich nicht von ihrer Pflicht, um junge Leute zu ringen und ihre Strukturen zu verändern. Warum sollen junge Menschen eigentlich dazu verdonnert werden, in ihrer Studienstadt darüber zu entscheiden, wie viele Mülleimer dort hängen, wenn sie eigentlich nur Bildungspolitik interessiert? Und welche Qualifikation erwirbt man eigentlich mit dem Plakatekleben von irgendwelchen Kandidaten, die man selbst niemals wählen würde? Seid offen für Quereinsteiger, denn wir brauchen sie. Jedes neue Parteimitglied bedeutet neues Potenzial, neue Ideen und eine neue Sicht auf die Dinge. Vielen Dank, Merve. Und Bühne frei für Dennis Sadek Kirschbaum. Gemeinschaft. Dazu gehören für mich wir alle. Der zugewanderte Zeitarbeiter, der leidgeprägte Gastarbeiter, die alleinerziehende Studentin und ja auch die transsexuelle Barkeeperin. Oder der konservative Schlagersänger. Sie alle. Ja, sogar die. Sogar die, die so beschäftigt sind mit irgendwas mit Medien. Einfach gesagt, du und ich. Glaubt es mir, es lohnt sich, in unserer Gemeinschaft zu leben. Was unsere Gemeinschaft braucht, das ist nicht mehr Demokratie. Das sind mehr Demokraten. Menschen, die vertrauen, aufeinander bauen und einander gut beraten. Ich muss nicht alles alleine können. Ich möchte wirken können in dem, wo ich gut bin und mir auch mal etwas gönnen. Arbeitsteilung, die gerechte Verteilung unserer Kompetenzen. Darauf wollen wir bauen, denn Gemeinschaft schafft Rückhalt und Vertrauen. Du bist ein Schreiner, toll, bau mir einen Tisch. Du verkaufst Obst, 3 Schalen, 2 Euro, immer frisch. Super. Politiker kümmern sich um Gesetze, Banken hüten unsere Schätze. Wir alle haben etwas, wofür wir brennen und womit wir andere bereichern können. Drum lass uns einander begegnen, uns gemeinsam bewegen. Du zu sein, heißt ich zu sein. Denn wir stellen aus, was wir einrahmen, und wir atmen aus, was wir einatmen. Dankeschön. Vielen Dank, Dennis, Julia und Merve. Schön, dass ihr da wart. Genau.
Und ja, beim Applaus hat sich auch das Conmedia-Team hier oben versammelt. Denn das war die Conmedia 2020, zu Gast hier im Landtag von Baden-Württemberg. Ihr habt es gehört, jetzt liegt es an uns, die Gesellschaft weiterzubringen, uns in die Gesellschaft einzubringen. Wir hoffen, wir haben unseren Teil heute Abend dazu beigetragen, ein bisschen dafür zu sorgen, dass ihr euch weniger lost in politics fühlt. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Argumente gehört, wie wir es schaffen, mit weniger Phrasen um uns zu werfen, wie wir unsere Filterblasen zum Platzen bringen, Fake News erkennen, uns gegen Hate Speech wehren und letztlich, und damit sind wir wieder beim Punkt, uns selbst mehr in diese unsere Gesellschaft einbringen können. Das war die Conmedia 2020 zu Gast im Landtag hier von Baden-Württemberg. Lost in Politics, miteinander, gegeneinander, füreinander. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch, lieben Publikum, bedanken, dass ihr so toll mitgespielt habt. Und natürlich mich auch bei unseren zahlreichen Gästen bedanken und den Darstellern und natürlich bei unserem tollen Conmedia-Team, die hier in dreimonatiger Schwerstarbeit den heutigen Abend organisiert haben. Hinter der Bühne, auf der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Ganz tolle Veranstaltung und an der Stelle bleibt nur noch ein Dank zu sagen, nämlich dem Landtag von Baden-Württemberg und ganz besonders der Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die uns hier wieder zu Gast hatte und Sie haben jetzt auch das Schlusswort. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Sie haben das wunderbar gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Moderation, aber vor allem ganz herzlichen Dank an das ganze Team von Conmedia und da bitte ich auch die Professoren auf die Bühne, Herr Professor Ferdinand, Herr Professor Wendling und nochmal einen Herr Wendling, die nicht verwandt sind. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass Conmedia zum dritten Mal im Landtag ist. Ich finde, sie bereichern den Landtag, sie bringen wirklich Leben in die Bude. Und nehmen Sie uns bitte ab, dass wir auch daran interessiert sind, uns mit Ihnen auszutauschen. Und Sie sehen auch, wir sind mutig, wir haben keine Ahnung, was bei solch einer Veranstaltung passiert und welches Fett wir abkriegen oder auch nicht. Und wir lassen uns jedes Mal sehr gerne darauf ein. Und ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächstes Jahr wieder im Landtag zu begrüßen, weil ich das einfach sensationell gut finde. Und nochmal ganz herzlichen Dank. Und zum Schluss lade ich Sie alle ein, unten zu einem Empfang. Und gehen Sie wirklich auf Leute zu, die Sie nicht kennen. In der Regel ist es ja so, egal wo man ist, man geht ja an einem Tisch, wo man schon Leute kennt. Dann unterhält man sich mit diesen Phrasen, ja wie geht's, danke gut, selber und so weiter. Gehen Sie ruhig an Tischen, wo Sie niemanden kennen und versuchen wir doch mal alle miteinander, wie anstrengend es vielleicht ist oder wie kreativ man sein kann, wenn man die Phrasen weglässt. Zumindest können wir es heute Abend probieren. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben und vor allem wirklich sensationell, was Sie hier jedes Mal leisten. Tausend Dank. Danke schön. Vielen Dank.